Wir sind zum Gruße, werte Zuhörer. Wir werden heute ein etwas anderes, naja, eine etwas andere Rezension machen. Wir werden Mardas Blaue Augen, das neue Heldenwerk, Werk Nummer 29, um genau zu sein, zusammen spielen und dann noch ein wenig darüber reden, wie wir es denn so finden. Und ich bin natürlich nicht alleine, ich habe noch drei Gäste dabei. Stellt euch mal vor, Frosty, mach du den Anfang. Ja, hallo, ich bin der Frosty und ich darf heute spielen. Ihr kennt mich. Dann Nico Hiros. Hallo, ich bin Nico Hiros. Ihr kennt mich vielleicht aus Frostys Actual Play oder anderen Sachen und ich bin gespannt, was uns in Malers blaue Augen erwartet. Zu guter Letzt Chamberlain. Hallo, ich bin Chamberlain. Ich bin auch dabei, schon allein aus Interesse für die Tudamidenlande, wo wir offenbar gleich spielen werden. Und ja, ihr kennt mich von dem ersten Hesinder-Disput und vielleicht auch von ein paar Rezensionen. Wir fangen erstmal kurz an. Das Abenteuer selbst ist ein typischer 16-Seitner. Die Stichworte zum Abenteuer sind ein Zaubersultan, welcher der ewige Meister der Elemente werden will, ein altes Märchen von den blauen Augen der Marder, ein Erzschurke von epischer Tragweite. Das Abenteuer ist besonders interessant, weil lebendige Geschichte 4 von 4. Für einen 16-Seiter ist das schon ein sehr großes Stück. Ja, gewünscht Und wurde sich es. das ja immer. Ja, genau. Und es geht darum, dass Sultan Hasrabal, also dieser Zaubersultan, versucht, ein Artefakt zu erwerben, zu erlangen. Mardas blaues Auge. Genau. Und ich Was würde für sagen, Helden wir dürfen fangen wir einfach mal an. spielen? Ihr spielt Sultan Hasrabal. Ach Und das so, war's. wir haben gar keine eigenen Charaktere. Ihr habt keine eigenen Ach so, Charaktere. okay, Ihr. gut. Das heißt, wir spielen jetzt Das. alle gemeinsam Sultan Hasrabal. Ganz genau. Ich lese vor, ihr entscheidet, wo wir hingehen und dann passieren Dinge. Das ist ja interessant. Also ich finde es schon mal mega episch, dass wir Hasrabal sind. Ist das eigentlich das erste Solo-Abenteuer, das als Heldenwerk rausgekommen ist, oder gab es da schon welche, Felix? Meines Wissens nach gab es noch keine. Also es gibt den Roten Schlächter, es gibt die Verschwörung der Magier, der Vampir von Havena, aber das sind alles 32 Seiten. Mardas Blaue Augen ist meines Wissens nach das erste Heldenwerk, das auch gleichzeitig ein Solo-Abenteuer ist. Erschienen mit dem Boten 200. Da wird ja von uns auch noch eine, oder von euch vielmehr, noch ein tourisches Quartett herauskommen, hoffentlich. War auch schon gespannt Bestimmt. drauf. Ach so, ich glaube, man sollte, ja, was heißt, man sollte dazu sagen? Zumindest offiziell, für die Nicht-Abonnenten ist es herausgekommen am 1. April. Das nur mal so als Hinweis. Die Abonnenten hatten es natürlich schon vorher. Ob uns das was sagen soll, weiß ich nicht. Ich kenne das Abenteuer nicht. Ich weiß nicht, ich fand es jedenfalls ein bisschen bezeichnend, dass es nicht nur lebendige Geschichte 4 von 4 ist, sondern auch Humor 4 von 4 als Anforderung hat. Steht das hinten Vermutlich, ja. drauf? Ja, steht hinten drauf. Okay. Genauso wie Geheimnisse lüften 4 von 4 und Kampf 4 von 4. Keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Das Ganze spielt 1042 in Raschthul, Allahabad und Anichupal. Oh. Dann. Ja. Einfach mal anfangen, oder? Gut, fangen wir an. Ich werde zuerst die Führung vorlesen und dann mit dem ersten Abschnitt beginnen. In dieser Geschichte wirst du in die Rolle des Antagonisten des ersten Solo-Abenteuers von Das Schwarze Auge schlüpfen, Sultan Hasrabal Ben Yakuban. Damals musste man als tapferer Held die entführte Prinzessin Nedime aus den Klauen des Zaubersultans befreien. Mittlerweile uralte Hasrabal ist noch immer auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sein Reich wächst und gedeiht in seinen magischen Spezialgebieten, dem Elementarismus und der Illusionsmagie, gibt es kaum jemanden, der sich mit ihm messen kann. Und selbst sein Körper macht ihm weniger zu schaffen, als man es von 90-Jährigen erwarten würde. Hasrabal hat vor kurzem am Alloventurischen Konvent der Magie teilgenommen und wurde Zeuge, wie die verhüllte Meisterin Nahema aus der zweiten Sphäre ein Stück Urelement, das sogenannte Sumuril, nach Aventurien mitbrachte. Dieses Ereignis brachte Hasrabal dazu, darüber nachzudenken, wie er endlich seinen Plan vollenden könnte. Eins zu werden mit den Elementen, ein ewiger Meister der Sechse, unsterblich eine Legende. Nun liegt es in deiner Hand, wie die Geschichte Hasrabals weitergesponnen wird.
beginne mit Abschnitt 1 und siehe, welche Feierlichkeiten der Sultan zu Ehren des Geburtstages seiner Gemahlin Eschila, der Shania von Rashtul, veranstaltet. Die Prämisse ist schon mal ziemlich cool. Ja. Der Sultan Hasrabal ist der Einzige, der unter anderem die Fließsandgolems herstellen kann, bin ich der Meinung. Und dementsprechend ist er schon sehr elementarnah. Auf jeden Fall. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, dieses die entführte Prinzessin Nedima, was gerade eben gesagt wurde, das war tatsächlich das erste Solo-Abenteuer von das Schwarze Auge und wurde legendärerweise von der Ulysses-Redaktion und unter anderem Michael Mingers und Marco Spohr zusammen Let's Played. Genau, die damals begann so dieses... Nee, Markus Plötz, danke. Andersrum. Sag aber doch mal. Was man dazu noch sagen sollte, ist, dass dieses erste Abenteuer, dieses Nedime, die Tochter des Kalifen, dieses Solo-Abenteuer, wurde legendärerweise von Michael Mingers und Markus Plötz gelivestreamt und daraus entstand auch alles um diese kleine Webserie, die dann im DSA 1 Kaiser Retro Box mit dem allen zusammenhing. Ja. Und das allaventurische Konvent damals wurde, also da, wo dieses Sumoril gezeigt wurde, das war ein LARP-Rollenspiel auf der, Gott, wie heißt die Veranstaltung? Die Kaiser Raul Konvent? Danke, Kaiser Raul Konvent. Stattfand. Ja, da kam das erste Mal vor. Genau. Ja, Nahema, Sumoril, klingt schon mal gut. Klingt sehr viel. Oder Nico Hiros. Was für eine fiese Frage. Weiter im Text. Wir sind bei Abschnitt 1, oder? Wir sind bei Abschnitt 1. Sekunde, ich muss kurz runteressen. Die Klänge von Narebs Zitharspiel erfüllen deinen Thronsaal. Er ist alt geworden, zwar 10 Jahre jünger als du, aber während man dir dein Alter kaum ansieht, sind Nareb ibn Yusufs Hände mit Altersflecken überzogen und sein Gesicht ist faltig. Noch immer ist er der beste Zitharspieler Goriens. Aber wie lange noch wirst du dich an seiner Musik erfreuen können? Wehmut überkommt dich wie so oft in letzter Zeit. Vielleicht ist die magische Kraft, die dich durchströmt, verantwortlich dafür, dass das Alter dir kaum etwas anhaben kann. Hin und wieder tun dir die Knie weh, doch der tägliche Tanz der Marder hält dich beweglich. Kaum jemand würde dich für älter als 60 halten. In deinem Thronsaal haben sich an diesem Abend illustre Gäste aus ganz Aventurien eingefunden, dich und deine Gemahlin Eschila zu ehren. Die Shania von Rashtul feiert ihren Geburtstag, wie immer, mit einem ausschweifenden Fest mit vielen Musikern und Tänzerinnen. Gerade ist die junge Rakisa, tulamidisch für novadische Zaubertänzerin Palmeja, aufgetreten. Tritt ihre Meisterin Shirizet Saba Nireida auf, die berühmteste Tänzerin des gesamten Kalifats. Beide erinnern dich an Nedime, die Tochter des Kalifen Abu Del Rumun. Die Prinzessin war viele Tage dein Gast, bis ein sogenannter Held sie rettete und eine ungewisse Zukunft führte. Stark, unbeugsam, ihre eigene Herrin. Narabs Finger haben aufgehört, die Zither zu spielen. Shirizet hat ihren letzten Schleier fallen lassen und zieht sich unter dem Klatschen der Zuschauer zurück. Mittlerweile bist du zu alt, um eine Frau nur noch der Schönheit ihres Körpers zu beurteilen. Dich interessiert vor allem ihre Intelligenz und Weisheit. Und Eschila verfügt über beides im Überfluss. Sie und Nahema sind und waren die einzigen Frauen, die du wirklich liebst und bewunderst. Eine ältere Frau ist für dich und deine Shania getreten. Sie mag 30 Jahre jünger sein als du, aber damit dürfte sie wohl immer noch die 60 überschritten haben. Ihr Kopf ist mit einem Tuch bedeckt. Sie trägt einen Ledergürtel mit eingebrannten tulamidischen Schriftzeichen. Ein wertvoll aussehender Nasenring ist ihr einziger Schmuck. Das Haar der alten Frau ist grau und ihre Augen mustern dich mit einer Mischung aus Neugier und Trotz. Offenbar hat sie keine Angst vor dir oder deinem Ruf. Einer deiner Diener stellt sie vor. Erhabener Sultan, vor dir steht die Geschichtenerzählerin Talimai aus Baburin. Eine Aranierin, das würde ihre Arroganz erklären. Dein Name sagt mir nichts, aber vielleicht erzählst du mir eine Geschichte, die ich noch nicht kenne, um mich zu erheitern. Sprichst du sie mit einem Lächeln an. Usahib al-Sita, das werde ich. Ich bin hier, um dir von den blauen Augen Mardas zu berichten, jenen kostbaren Augen der Mondgöttin und wie eines von ihnen in den Besitz des Herrschers von Al-Ghuriyah gelangte, antwortet Talimai ohne zu zögern. Blauen Augen Mardas, du kennst die Geschichte von jenen legendären schwarzen Augen,
welche die Göttin der Magie den Sterblichen geschenkt haben soll. Ein Blick in eines der Augen soll die Sphären durchdringen können und ermöglichen, Alvaran oder die Elementarebenen zu sehen. Oder das Reich der Ifrit-Team. Talima erzählt von dem blauen Auge des Reiches von Al'Ghurriya. Dieses Reich lag dort, wo nun die Gor aus dem Leib der Erde ragt. Die Bewohner Al'Ghurriyas waren unermesslich reich, doch obwohl ihre Städte aus Gold und Lapislazuli bestanden, sie Marder ehrten und ihr Auge besaßen, verging ihr Land vor unzähligen Jahrhunderten. Manche halten Al'Ghurriya bloß für eine Legende. Die blauen Augen Marders, die Erzählung Talimais, hat dich daran erinnert, dass du kurz davor bist, dein Ziel zu erreichen, dein ewiger Meister der Sechste zu werden. Du musst das Auge aber noch finden, einen Blick in die zweite Sphäre werfen. Vielleicht war es ein wenig Rashtulas, dass die Geschichtenerzählerin nach Rashtul kam und das Märchen erzählte. Dein Dank ist ihr gewiss. Du blickst ihr freundlich zu, als sie fertig ist und lässt sie von einem deiner Diener mit einem Pflaster entlohnen, einem Piaster entlohnen. Ein winziger Teil von Talimais Geschichte war dir neu. Das Auge wurde an einem Ort aufbewahrt, welcher der Tempel der sieben Elemente genannt wurde. Ein kleiner Hinweis nur, aber er könnte der entscheidende gewesen sein. Dein eigenes schwarzes Auge verwehrte dir den Blick zu dem blauen, als ob eine starke Macht verhindern wollte, dass man sie findet. Doch vielleicht mag ein altes Märchen den anscheinenden Hinweis bringen. Blauen Augen Marders, Nahema, das Sumuril, Sahib al-Sita, verhüllter Meister. Es ist deine Zeit, deine jahrelangen Forschungen endlich zu einem Abschluss zu bringen. Es ist eine Aufgabe, der du dich alleine stellen musst. Es ist dein Schicksal. Zunächst wirst du nach Allahabad reisen, denn nur dort wirst du dein Wissen um Al'Ghurriya auffrischen können, um eine Chance zu haben, eines der blauen Augen zu finden. Reisen wirst du mit deinem fliegenden Teppich. Und du nimmst auch den sagenumwobenen Schleier der Marder mit. Ein magisches Artefakt, das dir vor einigen Jahren in die Hände fiel. Du spürst, dass du den Schleier noch brauchen wirst. Und dann sollen wir weitergehen zur 5. Hier kommt anscheinend ein Zeitsprung, weil wir beginnen in Allahabad. Allahabad, deine erste Liebe, die Stadt Ahnen und der sechs Elemente. Hier hat deine große Karriere ihren Anfang genommen. Damals hattest du im kleinen Palast geweilt und dich deinen Forschungen der Illusionsmagie hingegeben. Du warst umgeben von deinen treuen Sandwölfen, der Gnase, dem besten Koch der Welt, und von Nahema. Ach, Nahema. Seitdem du in Rashtul residierst, du selten in Allahabad. Die Herrschaft über die Stadt übte bis zu seinem Tod dein Sohn Nija aus. Auf ihn hattest du große Hoffnungen gesetzt, doch wurdest du bitter von ihm enttäuscht. Dein Sohn Charanbel jedoch, dein Enkel, ist ein vielversprechender Potentat. Er ist magisch begabt, ein exzellenter Kämpfer mit dem Krummsäbel, gebildet und er verehrt dich als Vorbild. Du erkennst viel von dir selbst in ihm wieder. Doch du bist vor allem hier, um nach Al'Ghurriya, dem Standort des blauen Tempels der sieben Elemente, und nach dem blauen Auge zu suchen. Welchen Ort in Allahabad möchtest du für deine Nachforschungen aufsuchen? Wir haben jetzt zur Auswahl den Palast der Yakubanim, das Rashtuler Bethaus, den kleinen Palast, die Bibliothek, die elementaren Heiligtümer, das Haus des Kaba-Byloten Abul-Gulsachim, den Bazar und den Hammam. Ja, schon also eine ganze Menge. Ja. Ich weiß nicht, Bibliothek wäre irgendwie naheliegend, aber ich glaube, ich möchte zu dem Kaba-Byloten. Muss aber nicht als erstes sein. Möchtest du uns erklären, was ein Kaba-Bylot ist? Nun, ich gehe davon aus, dass er Mitglied einer Kabalia ist, also einer geheimen Gesellschaft. Und er hat irgendwie den Geier im Namen, weil Gul-Shach ist ja auch der Name von Mabo und er heißt im Tulamidia Gul-Shach, die Geiermutter. Das heißt, also ich weiß nicht, was für eine Kabalia es ist, aber ich bin definitiv neugierig. Klingt schon mal cool. Elementare Heiligtümer würde ich auch gerne sehen. Bibliothek ist natürlich naheliegend, aber wir wollen ja elementarer Meister werden. Ich glaube, es macht auch Sinn, wenn wir dann nochmal zu 24 laufen. Aber wir können auch gerne mit der 14 starten. Nico Jus? Meine erste Idee wäre jetzt auch die Bibliothek gewesen. Elementare Heiligtümer wäre ich auch dafür. Was jetzt nicht so spannend klingt, ist das Rashtula-Bethaus. Da denke ich, wird uns nicht so wirklich viel zu unserer Aufgabe gesagt werden. Na, wartet mal, da steht, wir können ja mehrere aufsuchen und solltest du mindestens 6 Punkte angekreuzt haben. Das heißt, wir besuchen sowieso 6 Stück von denen, oder? Wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück.
Bereits aufgesuchte Orte kannst du im Rahmen deiner Nachforschung kein weiteres Mal betreten. Das heißt, du musst sie so oder so lesen. Es scheint so, als könnten wir uns alle anschauen, oder? Du musst dir, wahrscheinlich, ja. Du musst dir wahrscheinlich nicht alle anschauen, bis auf zwei, die halt nicht relevant sind. Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit der Kabalja an oder mit der Bibliothek, dann stelle ich mich zurück. Dann gehen wir zuerst zum Kabalbüloten, würde ich sagen. 14. 14. Abul Gulsachim ist in deinem Alter, doch Rashula hat es mit ihm nicht so gut gemeint wie mit dir. Der uralte Wahrsager wohnt in der Nähe des Heiligtums der Luft. Als du ihn besuchst, erkennt er dich wohl nicht, lädt dich aber zu einer Tasse Tolamidengold ein. Nun trink aus, dann werde ich dir von deiner Zukunft erzählen, sagt der Alte mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen. Hast du eventuell vom Basar etwas zu essen bei dir und bist bereit, es zu teilen? Ja? Oder lautet die Antwort auf die Frage nein? Naja, wir haben nichts, also auf die gehen wir zu 55. Das heißt, wir werden jetzt direkt zum Basar geschickt? Nee, wir antworten mit nein. Weil wir haben einfach nichts. Genau. Hätten wir was zu essen, dann könnten wir jetzt auf ja antworten. Dann die 55. Super. Du wirst noch lange leben und eine weitere Frau heiraten. Sie wird Hippolyta heißen, so wie die Prinzessin aus dem Mittelreich. Vielleicht wirst du sogar ein reicher Mann werden, doch das ist noch nicht sicher. Der Wahrsager scheint sich mit dir wohl einen Scherz erlaubt zu haben. Du siehst es dem geistig offenbar schon verwirrt nach, trinkst deinen Tee aus, gibst ihm einen Piaster und gehst wieder. Kehre zurück zu Abschnitt 5. Ja, das war jetzt eher... Ich glaube, wir haben es schon verbockt. Das war enttäuschend. Ich habe jetzt gedacht, dass der uns irgendwie so eine wilde Verschwörungstheorie erzählt. Ja, wir hatten nicht das passende Item. Mhm. Okay, das heißt, wir dürfen auch nicht mehr zurückkehren, steht hier ja. Dann wollen wir auf den Basar oder wollen wir das jetzt komplett sein lassen? Das klingt irgendwie jetzt so, als müssten wir erst die langweiligen Sachen machen. Ja, dann gehen wir doch erstmal in den Hammam nach der langen Reise. Ja, machen wir so. 9. Gehen wir in den Hammam. Das Badehaus. Das Badehaus dient der rituellen Reinigung vor dem Gang ins Bethaus des Rashula und zur Entspannung. Deine alten Knochen erfreuen sich der Wärme des Wassers, deine Glieder entspannen sich und selbst die Schmerzen an deinen Knien, die du nach der Reise von Rashula hierher verspürt hast, lassen nach. Du bist eben nicht mehr 80. Kehre wieder zu Abschnitt 5 zurück und wähle einen noch nicht von dir ausgesuchten Ort aus. Also haben wir ein bisschen gechillt. Ist ja auch ganz schön nach der langen Reise. Sehr gut. Ja, wenn wir uns jetzt schon fein gemacht haben für das Bethaus, dann können wir genauso gut auch dorthin gehen, oder? Ich glaube auch, ja. Das Bethaus des Rashula. Das Bethaus des Rashula wird nie von Elementarwesen betreten, doch empfindest du das Fehlen der elementaren Kräfte als beruhigend für deinen Geist. Du selbst hast in der nahegelegenen Rechtsschule die Schule von Rashul begründet. Du bist dir sicher, dass es nicht die 6 bekannten Elemente gibt, sondern auch ein 7., die Magie. Und Rashula ist ihr Elementarherr, der als einziger über sie gebieten kann. Erst wenn du selbst verstanden hast, wie die 7 Elemente sich gegenseitig beeinflussen und du das Geheimnis der 2. Sphäre gelüftet hast, wirst du der ewige Meister der 6. sein. Warst du vor deinem Besuch im Hammam und hast dich, wie es sich gehört, vor dem Besuch im Bethaus gereinigt? Wenn ja, markiere dir auf Seite 15 einen Punkt elementares Hexagramm und kehre wieder zu Abschnitt 5 zurück. Okay, ein Punkt das elementares Hexagramm haben wir hier schon. Da kannst du jetzt einen Punkt reinsetzen. Dann wollen wir mal den Punkt ausmalen. Okay, den ersten haben wir. Sehr schön. Also wir haben jetzt den Kabalbüloten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kabalbüloten nichts mit Kabalias zu tun haben. Wieso? Und weil das alles so seltsam klang bei dem. Ich glaube eher, also so wie ich es jetzt interpretieren würde, ist ein Kabalbülot eher ein Wahrsager. Oder es könnte auch das mit der thulamidischen Zahlenmystik sein. Das kann auch sein, ja. Oder ist es beides wahr? Oder eins von beiden und der Typ ist wirklich einfach nur schon ein bisschen verwirrt. Das kann sein, ja. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal 3 Sachen hinter uns. Fehlen noch 5 weitere. Wir haben den Hammam, wir haben die Kabalja und wir haben das Bethaus. Dann gehen wir jetzt in die Bibliothek, 33. Ja, klingt gut. Du selbst hast vor vielen Jahren für den Umbau der Bibliothek gesorgt. Zu Zeiten deines Vaters war sie klein und unwürdig. Nun ist sie ein Hort des Wissens und zahlloser Bücher, Werke und Artefakte.
Du nimmst dir die Zeit, noch einige Schriftrollen zu studieren, um dein Wissen über Mardas blaue Augen aufzufrischen. 3 Augen soll Marda besessen haben. Welche sie? Dies einst der Namenlose mit seinen Körperteilen Vormacht auf Aventurien warf. Der Blick in die Augen lässt Sterbliche in die Sphäre ihrer Wahl sehen. Eines der Augen soll an einem Ort namens Tempel der 7 Elemente aufbewahrt werden. Markiere dir auf Seite 15 2 Punkte elementares Hexagramm, kehre wieder zu Abschnitt 5 zurück und wähle einen noch nicht von dir ausgesuchten Ort aus. 2 Stück? Mal 2 Punkte. Mhm. Schlecht. 1, 2. Wieso? Also das heißt ja, sobald du mindestens 6 Punkte hast, kannst du weitergehen. Ja. Okay, das mit den 3 Augen wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass sie da eins abgeworfen hat wie der Namenlose. Ich auch nicht. Das ist schon ein bisschen eklig, oder? Ein wenig, das auf ja. dem Art war? Also die Myraner hatten ja auch das dritte Auge auf der Stirn. Und es heißt wohl, dass die Rasse, die damals die Menschen gegründet hat oder die den Vorstand, die, aus denen dann die Optimaten hervorgegangen sind, dass die sollen wohl auch von Marder abstammen. Also das ist dann das dritte Auge auf der Stirn. Das eher Mühe. In dem Artwork hat sie aber kein drittes Auge. Schauen wir so Handsum sehe ich keins, ne. Vielleicht hat sie es am Hinterkopf oder irgendwie sowas. Da ist es da hast du schon abgeworfen. Und außerdem, es sind Götter, die können ihre Form ändern, wie sie wollen, wahrscheinlich. So, was hatten wir jetzt? Die Bibliothek hatten wir, ne? Wir hatten die Bibliothek schon, ja. Aber ich find den Vergleich zwischen Marder und dem Namenlosen spannend. So, der Namenlose fängt an, seine Zunge und seine Augen oder sonstiges auf Aventurien zu werfen und Marder denkt sich so, das ist eine gute Idee, mache ich auch. Also ich spiele ja mit meiner Gruppe Simjala und da ist es tatsächlich so, wie die über Marder recherchiert haben, da sind sie an mehreren Punkten misstrauisch geworden, weil sie gesagt haben, hey, das klingt verdammt nach dem Namenlosen. Ja. Also ja. Da gibt es schon gewisse Parallelen. Die Theorie höre ich immer mal wieder. Das ist nicht neu. Ist tatsächlich nicht neu. Also dass Marder der Namenlose ist, wäre das die Theorie? Ich weiß nicht, ob er sie dann verführt hat oder was auch immer das war, aber die Theorie ist, ich glaube, die ist sogar in der Wiki Aventurica, ist die, glaube ich, auch als Spielervermutung geschrieben. Da gab es mehrere Hinweise, vor allem in der Historia. Okay. Klingt eigentlich ganz spannend. Naja, vor allem gibt es halt diese Parallelen. Also es gibt ja auch Kulte, die Marder gerne befreien würden. Und da irgendwelche Artefakte sammeln und das ist beim Namenlosen ja so ähnlich. Da sucht man ja nach den Fragmenten von seinem wahren Namen. Ja. Wobei hier halt Unterschied ist, soweit ich es verstanden habe, ist ja das, was Marder, also diese 3 Augen von Marder sind dann schwarze Augen. Während der Namenlose ja wirklich Kräfte in Personen bindet. So zum Beispiel der erste Padona, die seine Zunge ist, irgendwie so. Ja, sind und das natürlich jetzt seine 13 Augen. Es sind blaue Augen, nicht schwarze Augen. Es gibt hier neben gibt den schwarzen, stimmt, ja. Es gibt ja auch noch rote Augen, die gibt es auch noch. Und das ist jetzt ein blaues Auge, also sagte mir vorher auch nichts. Aber neben schwarzen und roten Augen ist das jetzt wohl die nächste Möglichkeit. Also ich wusste, dass es mehrere Arten von diesen Augen gibt, jetzt nicht die schwarzen Augen. Gott, ich glaube, war das im WDZ oder im WDA? Sein. Ja, also die sind auch beschrieben. Ich glaube, in der Schwert und Stab in Garrett liegt auch ein rotes Auge rum oder so. Keine Ahnung, was sie alles können und machen. Da müsste man nochmal recherchieren, aber... Ich glaube, weiße gab es auch noch. Das aber also ich glaube, diese blauen sind jetzt tatsächlich erst dazugekommen. Das ist auch das erste Mal, dass ich von diesen höre. Du hast das Ganze studiert. Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Hunger. Datteln? Datteln. Bazaar 51. Bazaar 51, alles klar. Also viel Recherche, wie wir hier betreiben. Ja, da muss man was essen. Aber das ist der alte Herr hier. Aber du? Es bringt uns wahrscheinlich nichts mehr, aber gehen wir. Nein. Wann warst du das letzte Mal allein auf einem Bazaar? Es muss Jahrzehnte her sein. Das fleißige Treiben der Menschen deiner Untertanen erfüllt dich mit Freude. Die Al-Ahal-Bader leben im Einklang mit Natur und den Elementen. Sie wissen, dass ihr Sultan nicht der Schurke ist, den die Aranier und die Anhänger des unwürdigen Kalifen aus ihm machen. Du kaufst von einer freundlichen Bazarhändlerin ein paar Kugeln aranisches Marzipan. Das einzige Gute, was das Maharanayat zu bieten hat, seitdem deine einzigwürdige Gegnerin Sybia al-Nabab vor einigen Jahren spurlos verschwand.
kehre wieder zu Abschnitt 5 zurück. Ah, da wäre das Marzipan, das wäre... Wer ist denn Sybia al-Nabab? Die Mutter vom derzeitigen Fürsten. Von Akosha. Genau. Mondsilber-Sultana. Genau. Mhm. Weil spurlos verschwand, ist sie nicht während Schleierfall nochmal zurückgekommen oder kurz nach Schleierfall? Die ist kurz nach Schleierfall verschwunden. Ach so rum, okay. Also sie war im Ruhestand und hat dann Eleonora, der Frau von Akosha, das Ganze übertragen und danach ist sie gehauen. Mhm. Ist ja auch eine Fex-Hochgeweihte. Hört ja auch die Madawasari an, oder? Genau. Dann haben wir noch zur Auswahl den Palast der Jakubanim, den kleinen Palast, die elementaren Heiligtümer. Ja, das war's. Drei Stück noch. Mhm. Elementare Heiligtümer? Ja, die auf jeden Fall noch. 24. Dann gehen wir doch da jetzt hin. Du hast dich dazu entschlossen, die Bites, eins von beiden, tulamidische Heiligtümer der Elemente aufzusuchen. Ava steht für Luft, Kor für Fels, Zumo für Humus, Jalit für Eis, Mai für Wasser und Has für Feuer. Jedes der Heiligtümer steht an einem Ort in Al-Nahabab, der mit dem jeweiligen Element verbunden ist. Du spürst, wenn du auf der Felsnadel des Beit al-Hawa stehst, wie dich Unruhe überkommt. Ruhe umschmeichelt dich bei der Meditation in der Kaverne des Heiligtums des Erzes. Die Elemente bringen dir Erkenntnis. Du bist auf dem richtigen Weg, das Geheimnis zu lösen. Markiere dir auf Seite 15 drei Punkte elementares Hexagramm und kehre wieder zu Abschnitt 5 zurück. Drei Punkte. Also ich so, weiß was nicht. Bedeutet das denn jetzt, dass er Unruhe fühlt? Ich glaube, das ist das eher... Was Gutes, was Schlechtes? Das liegt am Wind, denke ich, weil Al-Hawa war ja der Wind. Mhm. Also das ist einfach ja, das Gefühl, ist, das zu dem Element gehört. Also, na gut, kann natürlich sein. Ich dachte, wir hätten jetzt einen Plot-Hinweis. Also wir haben 6 Stück, wir könnten weitergehen. Wir können uns aber noch den Palast, den kleinen und den großen angucken. Der Große wird mich noch interessieren. Der Palast der Jakubanen. Schauen wir mal, was da drin ist. 45. Der Palast der Jakubanim dient deiner Familie als Symbol altehrwürdiger Tradition und Macht. Als du dir in einem deiner Lieblingszimmer die Artefaktsammlung anschaust, triffst du dort auch auf Charanbel. Dein Enkel ist dabei, sich mit einem Kasten voller Sand in der Kunst der Kalligraphie zu üben. Herzlich begrüße dich und gemeinsam such dir nach einigen Artefakten, die vielleicht Hinweise auf Al-Guria oder die blauen Augen geben könnten. Markiere dir auf Seite 15 einen Punkt elementares Hexagramm. Kehre wieder zu Abschnitt 5 zurück und wähle einen noch nicht von dir ausgesuchten Ort aus. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie... Jetzt sind wir auch nicht schlauer, ne? Nee. Also, eher anscheinend schon, aber wir als Leser halt nicht. Wir suchen halt ein Artefakt, aber was das ist und was unser Enkel sagt, gut, auf dem Heldenberg von 16 Seiten wird echt schwierig, aber befriedigend war das nicht. Nö, auf gar keinen Fall. Also, wenn da schon irgendwas von Artefakten steht, dann möchte ich auch wissen, welche das sind. So wissen wir nur, dass Hasrabal offenbar ein netter OP ist. Ja. Ja, und sein Enkel noch im Sandkasten spielt. 80, ne? 90, aber er fühlt sich an wie 60. Oder was war das? Er ist 90, aber er sieht aus wie 60. Und er ist halt keine 80 mehr. Und er hat noch keine Rückenprobleme. Aber ja, Knie. Kleiner Palast. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wollen wir den auch noch mitnehmen? Ja, komm, dann haben wir es durch. Noch haben wir Energie. Die 16. Erinnerungen ziehen an deinem inneren Auge vorbei, als du den kleinen Palast betrittst. Zunächst hatten die Wachen dich nicht erkannt und wollten dir den Weg versperren. Doch dann gingen sie ehrfürchtig auf die Knie, als die Erkenntnis sie traf, mit wem sie es zu tun hatten. Fähige Wachen waren schon immer eine Seltenheit. Ija, dein Sohn und ehemaliger Visier von Allahabad, hatte einige Räume im Palast verändert, nachdem du weggezogen warst. Charanbel hingegen hatte dir zu Ehren die Einrichtung wieder so zusammengestellt, wie es damals vor vielen Jahren ausgesehen hatte. Wo Nedime vor deinem treuen Mantikor bewacht wurde, stehen dessen ausgestopfte Überreste majestätisch und halten Wache. Sogar ein Rudel Sandwölfe lebt wieder im Innenhof. Du liebst diesen Ort, aber er wird dich bei deiner Suche nicht weiterbringen. Zurück. Ich vermute, das ist der Ort, an dem Nedime, die Tochter des Kalifen, stattfand. Nostalgie für ihn und, naja, für uns auch. Also, wenn wir das Abenteuer gespielt hätten. Bekommen wir noch einen Punkt? Nee,
bekommen wir nicht. Dann hätten wir wahrscheinlich erst zum Bazar gemusst und dann hätten wir was anderes bekommen. Das wäre dann der 8. von 8 Punkten. Ansonsten haben wir 7 von 8. Dann gehen wir jetzt zu Abschnitt 29. Du bist dir sicher, dass du nun genug Nachforschungen in Allahabad betrieben hast. Nun ist es an der Zeit, den Aufenthaltsort des blauen Auges ausfindig zu machen und dir Zugang zum Tempel der sieben Elemente zu verschaffen. Doch bevor du diesen Ort aufsuchen kannst, musst du noch nach Anchopal. Dort ist der Schlüssel zum Tempel verborgen und in den du ihn nicht betreten kannst. Ort auf der 46. Okay. Wir reisen nach Anchopal. Die ehrfurchtgebietenden 46, oder? Stimmt schon. Die ehrfurchtgebietenden roten Klippen der gorischen Wüste nehmen den gesamten westlichen Horizont ein. Aus der Ferne kannst du die gefährlichen Fallwinde erkennen, die den feinen roten Staub Mahamadats, der ehrwürdigen Hochebene, die steilen Felswände hinabtreiben. Unter dir konntest du in den vergangenen Stunden einmal ein Zeltlager der Beni Awad ausmachen. Ein anderes Mal nahm eine große Straußenherde Reißaus, als du mit deinem fliegenden Teppich in schwindelerregender Höhe über die gorische Steppe hinweggeflogen bist. Anchopal ist zwar noch fern, aber was sind schon Entfernungen, die in Meilen gemessen werden, wenn du nun endlich dem Ziel immer näher kommst, welches du seit Jahrzehnten verfolgst? Bei einem Blick in Richtung des mächtigen Tafelberges kommt dir unwillkürlich der vermutlich letzte Djinn der Kraft in den Sinn. Und wie es Talisin, dem Hochmeister der grauen Stäbe, mit deiner Hilfe und dem Sphärenschlüssel gelungen ist, den Sphärenriss über der Gor zu schließen. Der Dämonenmeister wollte ganze Heerscharen niederhöllischer Wesenheiten aus der siebten Sphäre durch den Riss herabrufen. Dass der Sphärenriss zu einer ständigen Entladung der Sternentreppe genannten Kraftlinie führte, ahnte noch immer niemand. Doch nun ist die Zeit gekommen, in der Niobaras Werk endlich zum Einsatz kommen soll. Und wenn dein Vorhaben endlich gelingt, wird das damalige Opfer des Djinns nicht umsonst gewesen sein. Stunden später erreichst du schließlich dein Ziel. Wie eine weiße Perle umgeben von pereinesgrünem Hain liegt Anchopal wie eine Oase inmitten der gorischen Steppe. Dämmerung senkt sich bereits über die Stadt. Der 6. Ich glaube, das war jetzt ein Rückblick auf die G7, oder? Mhm. Vor allem auf die Romane, die parallel dazu gespielt haben und den Metaplot auch sehr vorangetrieben haben. Das Buch hieß tatsächlich Der Sphärenschlüssel, Talisin von Barbara. Das ist, der war doch mal ein Paktierer, oder? Der war ein Paktierer, hat seinen Schatten verloren, wurde von Zar gerettet und aus dem Pakt befreit. Okay. Ja, also Mary Sue Charakter. Ich erinnere mich, dass wir in der G7 mit ihm baden waren. Ja, er ist herausragend schön und sehr in Rückgün. Ja, Mai. Gibt's auch. Dann machen wir weiter bei der 6. Mit dem Teppich landest du etwas außerhalb der Stadt, inmitten des heiligen Hains, der die Stadt vor dem feinen roten Staub der Wüste schützt. In einer bereits mehrmal erprobten Verkleidung als alter Haimamut, tulamidisch für Geschichtenerzähler, wird dich niemand erkennen. Vermutlich würden es nicht mal deine eigenen Kinder. Du betrittst die Stadt mit den weißgetünchten Lehmbauten durch das Abendsonnentor im Westen. Wie du nun weiter vorgehen willst, kannst du bei Abschnitt 21 entscheiden. Abschnitt 21. Willst du zwischen dem von dir gestifteten Bethaus des Rashtula und dem Starttempel der Piraine den Weg nach Süden einschlagen, um dich der Vollendung deiner Lebensaufgabe zu widmen? Zunächst noch ein Weilchen durch die Gassen Alt-Anchopals flanieren, deine Gedanken schweifen lassen und an die Zeiten denken, als du Anchopal im Handstreiche genommen hast? Oder willst du noch einen Blick auf den Sultanspalast im Zentrum von Alt-Anchopal werfen, in dem deine Kinder Rahalle und Maruban residieren? Also wir können entweder gleich zum Ziel gehen, wir können spazieren gehen, oder wir gehen ins Zentrum, in den Sultanspalast. Also wir haben schon den Enkel besucht, dann können wir jetzt genauso gut auch die Kinder besuchen, oder? Ja, finde ich auch. Eine Familienzusammenführung hier. Und die würden uns ja auch nicht aber wir haben uns ja gerade verkleidet. Ja. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt die Kinder besuchen würden. Er hat doch eben gerade gesagt, dass nicht mal die Kinder uns erkennen. Werden wir wahrscheinlich gar nicht durchgelassen. Oder das wäre jetzt der Test. Oder der muss mal gucken, ob die auch alle brav sind. Testen wir mal. Zentrum der Stadt erhebt sich der aus weißen Ziegeln und spiegelnden Marmor erbaute Sultanspalast, mit seinen ausgedehnten Gartenanlagen und den Sandsteinstatuen, die jeden Eindringling aufhalten sollen.
wenn diese einfachen Geister doch nur wüssten. Die Krieger der Beni Awad patrouillieren die Palastanlagen pflichtbewusst und sorgen für die Sicherheit des Visiers, deines Sohns Maruban und seiner angeblichen Geliebten, deiner Tochter Rahala. Auch wenn das magische Talent der beiden nicht so ausgeprägt ist wie das deiner anderen Kinder und Enkelkinder, allen voran Madra, der Tochter deines sechsten Sohnes Jakuban, zählen sie wohl zu den fähigsten deiner Kinder. Sie nach Anchopal zu schicken, war eine Idee, die deinem Geiste würdig ist. So an niemand, was du für sie vorgesehen hast. Aber bevor nun doch eine der Wachen bemerkt, wie du neugierig den Palast im Augenschein nimmst und du wertvolle Zeit verschwindest, widmest du dich lieber anderen Dingen. Kehre nun zu Abschnitt 21 zurück und wähle eine noch nicht von dir gewählte Möglichkeit aus. Hä? Was ist da gerade passiert? Ich fange mich an, für diese Familienverhältnisse zu interessieren. Ja. Mal im Ernst, was ist da gerade passiert? Wir sind zum Palast gelaufen, schauen uns kurz an und gehen wieder. Und denken darüber nach, dass unsere Tochter vielleicht ein Verhältnis mit unserem Sohn hat. Haha, wir sind so intelligent und haben sie nach Antiochia geschickt und jetzt gehen wir wieder zurück. Aber was, warum? Was hat er denn mit ihnen vor? Ja, keine Ahnung. Er weiß das ja, wir müssen das ja nicht wissen. Mhm. Und ich nehme an, die andere Option wäre so ähnlich gewesen. Da wäre dann ein Spieler gekommen mit... Oh, wie ich damals glorreich die Stadt eingenommen habe. Aber das können wir wahrscheinlich immer noch machen. Ja, können wir. Wir können ja wieder zurück zu 21 gehen und uns umentscheiden. Also in diesem Abschnitt kommt Hasrabal echt ziemlich arrogant rüber. Hm. Wenn diese einfachen Geister doch nur wüssten. Ja. Ah, das ist eine Idee, die deinem Geiste würdig ist. Ja. Ich bin doch gerade Hasrabal, dann will ich auch wissen, was ich mit denen vorhab. Gerade, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich am Ende mich tatsächlich in die Elemente verwandeln kann und dann weg bin oder woanders bin, dann bin ich ja erstmal... Ich gehe mal davon aus, dass ich das schaffe. Dann kann ich ja nicht mehr mit der Welt interagieren und ich will doch jetzt wissen, was aus meinen Kindern wird. Naja, machen wir mal weiter. Außerdem, hallo, wir sind arrogant, also natürlich klappt unser Plan. Ja, dann gehen wir ein bisschen flanieren, oder? Mhm. Ja, schauen wir uns mal die Stadt an. Von einem gorischen Großreich hast du schon als junger Mann geträumt, als du im Alter von gerade einmal 25 Jahren deinen Vater entthront und die Herrschaft über Allahabad an dich gerissen hast. Schon damals hattest du weitreichende Pläne, aber nicht die Mittel, diese auch in die Tat umzusetzen. Dein erster Versuch, dir Gorien mit Hilfe des Kalifen untertan zu machen, scheiterte. Auch der erste Versuch, Anchopal mit deinen Fließsand-Golems zu erobern, ist nun schon über 20 Jahre her. Dass dir letztendlich Anhänger des Dämonenmeisters Borbarat bei der Eroberung von Chalukistan und letztlich auch Anchopal in die Hände spielen würden, hattest du wirklich nicht erwartet. Aber es erfüllt dich mit allem anderen als Stolz. Dein Garadan-Zug, die Sultana von Anchopal und ihre Visiere zu entzweien, war jedoch brillant. Nach langer Belagerung konntest du auf diesem Weg Anchopal ohne Waffengewalt einnehmen. Fürstin Sybia bewies damals bei euren Verhandlungen außerordentliches diplomatisches Geschick. Es wäre unehrenhaft gewesen, ihr die Bitte auszuschlagen, Anchopal den Pilgern zu öffnen, und so hast du als Sieger dieses lange währenden Konflikts ihrem Wunsch gerne entsprochen. Nun aber genug der alten Zeiten, du hattest kaum eine andere Wahl. Du musstest Gorien unter deinem Banner vereinen, wenn du erreichen willst, weshalb du hergekommen bist. Du hast dir Gorien untertan gemacht, um die Zukunft zu formen. Ja, dann zu 21 zurück. Und dann zu 54, um unseren... Ganz kurz, wir hatten da jetzt auch keine Wahl, oder? Nö, das war einfach wieder zurückgehen. Naja, wir hatten ja am Anfang schon identifiziert, entweder direkter Weg oder wir machen noch Zeugs. Ja, und hier machen wir Zeugs und machen einen direkten Weg. Aber ich würde mich freuen, wenn ich tatsächlich mal sowas wie eine Wahl hätte. Also schön, wenn ich mehr Vorlesetext habe, aber ich würde ganz gerne mal irgendwie an so eine Stelle kommen, wo Abzweigungen auch was bringen. Also wo sich der Weg gabelt, versteht ihr? Was einen Unterschied macht. Ja, ich bin mal gespannt, wann das kommt. Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, wie wir überhaupt zu der 21 gekommen sind. Und zwar... Da war ja überhaupt keine Entscheidung. Also ich verstehe das nicht ganz, wieso das nicht ein Textstück ist. Oder meint ihr, das hat irgendwie mit dem Satz zu tun? Also hier ist ja die Sache, dass wir in die Stadt kommen und entweder gleich lospreschen können oder uns noch ein bisschen zurückerinnern können. Also halt optional Lebenpfade, wenn man so sagen will. Die halt auf die Story keinen Einfluss machen, aber vielleicht noch ein bisschen Background-Info liefern. Nee, ich finde Zahlen merkwürdig, die einfach nur auf eine andere Zahl weiterverweisen. Ach so, das hatten wir jetzt ein oder zwei Mal und das finde ich merkwürdig.
Ja, wobei das ein klassisches Problem in solchen Solo-Abenteuern ist. Die haben sowas öfter. Deswegen bin ich von denen auch im Vergleich zu normalen Abenteuern auch echt kein so großer Fan. Dann fällt es dir ja nicht so auf, dass es so ein riesiger Textblock ist. Genau, aber das kommt noch dazu. Aber immer die Frage, hatten wir schon irgendwann mal die Wahl, also jetzt unabhängig davon, welchen Ort wir als erstes aufsuchen, konnten wir mal irgendwo abgabeln? Bisher nicht, nee. Nee, bisher war alles so, wir konnten Umwege machen, weiter ausschweifen, aber der Pfad war bisher immer vorgegeben. Das Einzige war halt das mit dem Markt und dem Essen, das haben wir halt versaut. Aber ansonsten, es hat keine Rolle gespielt und es war halt auch nicht so, dass es zwei verschiedene Wege gab. Wir wurden halt danach immer auf den gleichen Schienen entlang geführt. Ich glaube auch bei dem elementaren Hexagramm, für das wir Punkte sammeln mussten. Man musste ja mindestens 5, glaube ich, sammeln. 6. 6 Stück. Okay, und ich glaube, nur 2 von denen waren hinter anderen Pfaden versteckt. Nämlich einmal der Bazar, wo man Essen für den Kappa-Piloten holen musste. Und einmal das Bethaus, wo man vorher im Hammam gewesen sein musste. Das heißt, man hätte also so oder so zwangsläufig diese 6 erhalten. Naja, sonst wären wir relativ schnell Game Over gewesen. Oder, keine Ahnung, vielleicht hätte uns dann das Wissen hinterher gefehlt. Vielleicht. Also ich bin mir noch nicht sicher, was sich hinter diesem elementaren Hexagramm befindet. Also ob das irgendwie eine Auswirkung hat, wie viele Punkte wir letztlich gesammelt haben. Aber es ist jedenfalls, glaube ich, nicht möglich, an der Stelle zu versagen. Nee, man wird ja auch immer zurückgeschickt, wenn man noch nicht genügend hat. Okay, was machen wir als nächstes? Das, weswegen wir eigentlich da sind. Auf welcher Zahl sind wir? 21? Dann auf die 54. Also 21 war jetzt diese Abzweigung, diese die drei Vollendung Wege. Die Vollendung unserer Lebensaufgabe. Du lenkst deine Schritte zur südlichen Mauer in Richtung des Sternentors, durch das einst Rohal mit seinem Heer auszog, um Borbarat in der Gor zu stellen. Dort erhebt sich Kescher Rohal, die örtliche Ordensburg der Grauen Stäbe. Doch das Ordenshaus interessiert dich schon lange nicht mehr. Längst hast du die Geheimnisse, die in seinem Keller ihre Entdeckung harren, gelüftet. Dein Interesse gilt der neben ihm stehenden Ruine von Niobaras Sternenturm. Als du die Turmruine erreichst, stehen bereits das Mardamal und die ersten Sterne am Firmament. Willst du einen Augenblick innehalten und die Sterne begutachten oder dich direkt näher zum Turm begeben? Gucken wir uns die Sterne an. 2. Stern gucken. Ist klar. So viel blättern. Die volle Marder steht am Firmament und strahlt hell am klaren Nachthimmel. Dein Blick fällt auf die Konjunktion der Wandelsterne, Simia und Xeledon mit dem Sternbild Hesindes. Der Schlange, deren 6 Sterne in den Farben der Elemente funkeln und sich im Verlauf des Sternenfalls in einem Kreis neu angeordnet haben, einem nun perfekten Kreis. Es ist soweit, heute Nacht wird das Artefakt endlich nach so vielen Jahren das Geheimnis der Sterndeuterin lüften. Findest du dich bereits im Turm oder stehst du noch davor? Ja, wir stehen auch davor, also zu 28 wieder zurück. Moment, heißt das, das Gleiche wäre gekommen, wenn wir vom Turm aus geguckt hätten? Ja, vermutlich. Echt jetzt? Also, ich vermute, dass man später im Turm dann nochmal die Möglichkeit hat, noch ein bisschen rauszuschauen oder weiterzugehen. Genau, merkt euch mal die Zahl 2. Das sehen wir ja dann, wenn wir nachher nochmal angeboten kriegen, dahin zu gehen. Naja, die kommt jetzt gleich. Der Turm wurde schon vor langer Zeit mit einem reich verzierten Gelände abgesperrt. Aber weder das noch die regelmäßig an seinem Fuße stattfindenden sternkundlichen Vorträge haben dich in der Vergangenheit davon abgehalten, die Geheimnisse des Turms in Augenschein zu nehmen. Du umrundest den Turm auf der dem Ordenshaus der Grauen Stäbe abgewandten Seite, drehst an einem Silberring mit einem leicht bläulich schimmernden Cholestin, den du an der rechten Hand trägst, und der darin gebundene Luftdschinn trägt dich sicher zum versteckten Zugang in einem der oberen Geschosse des Turmes. Wenn du noch keinen Blick in den Nachthimmel über Anchupal geworfen hast, dann bietet sich hier an einer Stelle, an der das Turmdach eingestürzt ist, noch einmal die Gelegenheit dazu. Du kannst dich aber auch direkt in den Hinterlassenschaften der Sterndeuterin Niobara widmen, die hier seit fast 500 Jahren darauf warten, ihr Geheimnis preiszugeben. Da wäre die 2 gewesen. Jetzt gehen wir halt direkt zur 39, weil wir haben ja schon Sterne geschaut. Der bevorstehende Augenblick wird einer der karmatischen Kausalknoten sein, die Niobara in ihrem Buch Astrale Geheimnisse beschrieben hat. Ein bedeutendes historisches Ereignis, ein Wendepunkt in der Geschichte.
Das Wandbild, welches du schon so oft betrachtet hast, wird dir nun endlich seine Botschaft offenbaren. Mit fast schon zitternden Händen holst du Marders Schleier hervor. Das vorzeitliche Artefakt ermöglichte Marder der Legende nach erst ihren Frevel. Mit seiner Hilfe gelang es ihr, den Wächter der Zitadelle der Kraft zu überwinden und ihm seine Macht zu rauben. Heute Nacht wird er seine Kraft entfalten und dir beim Lösen des Rätsels helfen, welches Niobara zwar erkannte, aber nie lösen konnte. Ja, der selbsternannte Sahib al-Sita. Mein Meister ahnte, dass ich euch heute Nacht antreffen würde. Hörst du urplötzlich eine Stimme hinter dir? Du warst mit deinen Gedanken schon so fern der Wirklichkeit, dass du nicht bemerkt hast, wie noch jemand den Turm betreten hast. Wie willst du mit dem Störenfried umgehen? Ein verkürzter Paralysis mit verlängerter Wirkungsdauer würde dir sicherlich ausreichend Zeit verschaffen. Daran zweifelst du nicht. Alternativ wäre sicherlich auch der Einsatz des Erdjins, der in dem Ring mit dem fingernagelgroßen Granat an deiner rechten Hand gebunden ist, eine sinnvolle Entscheidung. Schocken oder platt machen? Naja, also wir sind ja, eigentlich wollen wir ja ein Elementarmagier werden und sein. Also Paralys finde ich jetzt nicht so stilvoll wie ein Djinn. Das stimmt, aber vielleicht wollen wir noch was von ihm. Wieso? Dem Djinn können wir doch immer befehlen. Und bei einem Paralys können wir den auch nicht befragen. Blick in die Gedanken, aber ist vielleicht nicht so Hasrabal-Style. Entscheidet euch. Ich bin für die 56, den Djinn. Okay, sagen wir haben einen Elementarus, also ja. Dann machen wir ihn platt. Du streichst über den Granat in dem Goldring an deiner rechten Hand und sprichst Balot Kadidai, tulamidisch für eiserne Leibgarde. Gerade als der Eindringling sich mit einem Dolch in der Hand auf dich stürzen will, erhebt sich zwischen euch der erzene Körper einer Genie. Als der Dolch sie trifft, zersplittert die Klinge und eine milchige Flüssigkeit spritzt in alle Richtungen davon. Ein Giftdolch, ein sogenannter Mengbilla. Dann macht das Elementarwesen kurzen Prozess mit dem Meuchler, schleudert seinen Körper im Turm hin und her, bis er mit zerschmetterten Knochen reglos liegen bleibt und kehrt in den Ring zurück. Der Mann trägt südländische Kleidung, vielleicht aus Meridiana. Der Giftdolch und die Münzen mit mengbillanischer Prägung, die er bei sich trägt, sprechen dafür. Wer mag wohl dieser Meister gewesen sein, von dem er sprach? Vielleicht dieser Mann aus Mengbilla, der vor einigen Jahren schon einmal in dieser Gegend nach Niobaras Vermächtnis gesucht hat? Gefährlich wird er dir nicht mehr werden können, also widmest du dich wieder deinem Vorhaben. Das ist ein ganz schön dämlicher Attentäter. Und so viel zum Thema Djinn befehlen. Da war keine Entscheidung mehr dahinter. Ja, das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir jetzt echt gewünscht, dass man sich dafür entscheiden könnte, den Djinn zu sagen, hier, fessel den, ich will den noch befragen. Wollen wir sonst mal gucken, was passiert beim Paralü? Oder ist das gecheatet? Ich finde, das ist gecheatet. Das ist gecheatet. Wir können ja nicht zurückspulen. Nee, können wir nicht. Und wir haben auch im Moment keine Wahl. Wir müssen zur 23, ne? Du hast absolut recht. Ja. Jetzt machen wir uns daran, das Wandbild zu befreien, da auf jeden Fall reinzugehen. Du deaktivierst das Illusionsartefakt, welches du vor langer Zeit hier installiert hast, um das Wandbild von neugierigen Glücksrittern zu verbergen. Sie hätten sein Geheimnis zwar niemals ergründen können, aber allein das Wissen um seine Existenz sollte nicht in die falschen Hände geraten. Die Begegnung mit dem Meuchler hat es wieder einmal gezeigt. Irgendwer muss dennoch davon erfahren haben. Allen Sicherheitsmaßnahmen zum Trotz. Aber wie? Als die Illusion sich auflöst, erblickst du, wie schon oft zuvor, das Wandbild, welches Niobara selbst hinterlassen haben muss. Die Einlegearbeiten bestehen aus Meteoreisen. Sie müssen baschuridischem Ursprungs sein. Woher hatte sie sie nur und woher wusste sie, wie sie anzubringen sind? Die Sterndeuterin war Al-Ghuriya und dem Tempel der sieben Elemente auf der Spur. Daran besteht kein Zweifel. Ob Rohal wohl davon wusste? Niobara wusste auch um das Geheimnis der Kraftlinie Sternentreppe, sonst hätte sie ihr Werk nicht hier angebracht. Es muss sie in die Verzweiflung getrieben haben, zu wissen, dass die Kraft der Sternentreppe in den Sphärenriss über der Gor entschwindet und sie keine Möglichkeit besaß, es zu verhindern. Sie hätte Rohal darum bitten können, den Riss zu schließen. Aber vermutlich hat sie sowieso vorhergesehen, dass du es einst sein wirst, der vollbringt, was ihr verwehrt blieb. Die Kraft der Sternentreppe hat die baschuridischen Intarsien über Jahre aufgeladen. Und heute steht nun endlich die volle Marder mit dem geschlossenen Elementarkreis des Sternbilds der Hesinde in der so lange herbeigesinnten Konstellation.
Marderschleier beginnt in deinen Händen zu vibrieren und als du das Artefakt aktivierst und seine Macht die Arkanenströme der Sterntreppe entfacht. Die Entasien in Niobaras Wandbild beginnen zu leuchten, sich zu bewegen und neu anzuordnen und schließlich offenbaren sie dir ihr Geheimnis. Brillant fährt es dir immer wieder durch den Kopf, als du die Stadt hinter dir lässt, um mit deinem fliegenden Teppich nach Algoria aufzubrechen. Niobaras Hinterlassenschaften haben dir preisgegeben, wo der Eingang zum Tempel der sieben Elemente liegt. Und du weißt, wer sich öffnen lässt. Brillant denkst du abermals, als du schließlich gen Norden fliegst, wo einst das Reich Algoria lag. Oder gibt es vielleicht noch etwas, das du nicht bedacht hast? Pah, ich bin Sultan Hasrabal. Ich habe natürlich nichts bedacht. Das würde ich aber auch sagen. Wobei ich jetzt, bevor wir weitermachen, kurz mal drüber nachdenken müsste. Niobara, wer war das nochmal? Weil uns vielen ist sie wahrscheinlich ein Begriff. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob jeder Zuhörer da draußen weiß, wer Niobara war. Die Tochter von Fex und Hesinde, oder? Also, was? Über ihre Familienverhältnisse weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie Sternkundlerin ist, genau. Achso, von Niobara, Entschuldigung, ich war gerade bei Marder. Also. Niobara, ja. Ja, die hat die berühmten Sterntafeln hergestellt, das bedeutendste Werk der Sternkunde in Aventurien. Offenbar hat sie sich auch für Kraftlinienmagie interessiert mit dieser Sternentreppe. Ja, auch irgendwie mit Astronomie zu tun haben könnte, also allein schon vom Namen her. Die Bashuriden sind übrigens die ursprüngliche Rasse, die auf Myranor mit den drei Augen, die das eher Myr ausgebildet hat, die hatte ich vorhin erwähnt. Jetzt haben wir auch den Namen dazu, Bashuriden. Ach, das waren die Bashuriden? Ach, ja. Ach, okay. Das erwählte Volk von Marder. Aber was ich hier noch sehe, ist Niobara von Antiopolis, eine Heilige in der Nanuskirche. Sie war extrem begabt und selbst Rohal der Weise holte sich oft ihren Rat ein. Also sie hat zu Zeiten Rohals gelebt. Ich glaube, ihr habt in eurer Kampagne auch schon mal, also nicht getroffen, sondern ihre Hinterlassenschaften gesehen, oder? Niobara? War das nicht dieses Gemälde? Nee, das war eine andere. War das noch eine andere? Okay. Mylana. Ach, Mylana. Genau. Nee, Niobara ist nur in Form von ihrem Werk, den Sterntafeln, bei uns in Erscheinung getreten. Genau, es gibt auch eine neue DSA-5-Kampagne zu, wo man durch ganz Aventurien reist. Ach, Niobaras Vermächtnis meinst du? Mhm. Genau. Das habe ich leider nicht gelesen oder gespielt. Das könnte ich mir jetzt vielleicht mal antun. Das ist ziemlich lang, ich glaube, das hat 120 Seiten oder so. Ach, ist das eins von den großen? Das ist, ach, krass. Das ist ein dickes, ja, das ist ziemlich dick. Glaube ich zumindest. Es hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil es war der Vorschlag, das als Auftakt für die Sternenträger-Kampagne zu spielen. Und dann dachte ich mir, hey, die ist schon so lang und dann noch so ein langes Abenteuer als Hinführung. Naja. Okay. Aber sag mal, kennt ihr diesen Schleier der Marder? Also, mir war der als Artefakt bisher noch nicht bekannt. Sagt mir nichts. Ich kannte den auch nicht. Also ich meine, also bei der ganzen Sache, wie das passiert ist mit, wie der Elementarherr der Kraft gefallen ist und so, da kam ein bisschen was mit der Aranien-Spielhilfe dazu und vielleicht auch mit anderen DSA-5-Publikationen, das weiß ich nicht. Aber also, den Schleier kannte ich jetzt noch nicht. Also zumindest laut Wiki kam der auch das erste Mal in Marders blaue Augen auf. Okay, na dann. So ist ein Artefakt, welches angeblich Marder ihren Frevel ermöglichte. Mit ihm konnte sie der Legende nach den Wächter der elementaren Zitadelle der Kraft überwinden. Das haben wir ja schon gehört. Okay, weil in diesem, was ist denn das? Märchenbuch aus der Aranien-Spielhilfe. Da geht es darum, dass Marder auch noch einen Komplizen hatte und dass dieser Elementarherr mit einem weiteren Artefakt, nämlich einem Fächer, ermordet wurde. Von eben diesem Komplizen. Okay. Aber keine Ahnung, ob wir davon in dem Abenteuer noch was hören. Aber... Das hab ich auch noch nicht gehört. Aber wir sind uns jetzt aber doch sicher, dass es... Also das wird doch jetzt hier ganz klar bestätigt. Es gibt nicht nur 6 Elemente, sondern 7. Punkt. Zumindest glaubt er das, ja. Glaubt er das oder ist das so? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz... Ja. Also ich meine, ich habe bei uns in der Kampagne, habe ich ja auch schon mal das 7. Element angesprochen, an das die Trolle glauben. Und das wird immer mal wieder erwähnt. Jetzt ist die Frage, ist die Kraft bzw. die Magie, ist das jetzt ein 7. Element? Oder ist er auch wieder nur der Meinung?
Das habe ich jetzt auch noch nicht ganz verstanden. Also, wir haben hier einen Ich-Erzähler, das heißt, das ist alles durch Hasrabal gefiltert, was wir hier hören. Aber, ja, keine Ahnung, das mit dem siebten Element, das war ja schon lange Thema im Kontext von diesen ganzen Mara-Geschichten. Mhm, okay. Also, es kommt immer in verschiedenen Kulturen ein bisschen anders rüber, aber, also, mir kam das schon relativ gesichert vor. Also auch schon in den DSA-4-Publikationen. Okay, wir wollen jetzt von... Wir sind gerade... Ich muss gerade mal schauen. Wir sind in Antiopan. Und wir wollen nach Norden fliegen, ja? Genau. Mhm. Wir haben selbstverständlich nicht den leisesten Zweifel, dass wir in unserer Genialität irgendetwas übersehen haben könnten. Selbstverständlich nicht. Deswegen fliegen wir direkt weiter zur 40. Genau. Beinahe so schnell wie ein iranischer Rennkuckuck trägt dein Teppich dich über die karge Ebene der gorischen Steppe und roter Staub wirbelt hinter dir in der klaren Nachtluft auf. Immer wieder blickst du durch Mardas Schleier in den Himmel, um den richtigen Ort zu finden. Und dann ist es schließlich soweit. Du bist am Ziel deiner Reise angekommen. Aber hier ist nichts als trockener Staub der Halbwüste und einige Steppenhexen, deren dorniges Gestrüpp vom Winde durch die karge Ebene gerollt wird. Ist das möglich? Hast du dich etwa geirrt? Vielleicht war alles vergebens und nach Jahrzehnten der Suche ist es wirklich Zeit aufzugeben. Vielleicht weißt du aber auch einfach, dass du hier richtig bist und es ist an der Zeit, einen Gefallen beim Elementarherren der Luft einzulösen. Er kann sicherlich für dich freilegen, was unter dem Staub der Steppe verborgen liegt. Ich möchte sehen, was bei der 34 passiert. Ich bin auch neugierig. Es kommt mir überhaupt nicht wie Hasrabal vor, aber ich bin neugierig. Ich wollte auch sagen, das ist ein Bruch des Charakters. Aber mich würde sehr interessieren, was er auf der 34 zu sagen hat. Auch wenn mich der Luftelementar mal wieder interessiert, aber... Zumal es lustig ist, wenn man so einen Luftelementar einfach mal zum Staubwischen hier herantänzen lässt. Vor allem den Elementarherrn. Das ist schon Overkill. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur irgendein Meister, sondern der Herr der Luft. Hm. Wow. Ja, mach mal hier die Wüste weg, die stört gerade. Ja, okay. Aber wir verzweifeln jetzt und gehen zu 34? Das weiß ich nicht. Was hat denn... Nico Hiros möchte den rufen, ja? Also mit Kanonen auf Spatzen schießen? Mich würde es auch interessieren, was passiert, wenn Hasrabal aufgibt. Also ihr beide sagt ja, ihr wollt das gerne mal schauen. Gucken wir doch einfach mal. Vielleicht fangen wir jetzt an zu cheaten. Ja, ich habe gerade schon gelesen, das ist lustig. Aufgeben du nach all den Mühen? Niemals. Dies ist deine Zeit, also löst du einen Gefallen beim Elementarherrn der Luft ein, der freilegen soll, was unter dem Staub der Steppe verborgen liegt. Ja, alles klar. Weiter zu 49. Ja, warte, das ist diskutabel. Also ich möchte das an dieser Stelle diskutieren. Ja. Ich finde es super gut, dass man sich entscheiden konnte. Haha. Und wir haben uns den Kopf gemacht wegen der Entscheidung. Also Felixidius, danke, dass du vorher gesagt hast, Humor 4 von 4, weil ich lach gerade und konnte das sonst nicht einordnen. Ja, ich glaube, man muss das alles mit einem gewissen großen Augenzwinkern betrachten. Ja. Okay, machen wir das mal. Wobei, da würde ich eher sagen, das ist tatsächlich einfach Game Design, das mir nicht gut gefällt. Das ist halt einfach entscheidend vorgaukeln, aber dann keine Game. Dafür gibt es schlechte Computerspiele. Kommt das öfter vor in so Solo-Abenteuern? Ja. Also meistens, okay. Also bei den anderen, ich hatte jetzt auch den roten Schlechter, hatte ich auch gespielt und hatte den ja auch rezensiert und dem keine guten Punkte gegeben, wie andere auch. Und an anderen Solo-Abenteuern ist das Ding da einfach zu Ende. Du bekommst gar kein Ende, du fliegst einfach nach Hause und das war's. Das ist mega unbefriedigend. So, und jetzt diese Möglichkeit, die dann angedeutet wird und dann eben, also das finde ich halt noch viel schlimmer. Tut mir leid, ich finde das nicht gut. Ich finde das auch nicht lustig. Ich bin insgesamt kein so Fan von Solo-Abenteuern. Aber bei dem hier hat mich halt irgendwie die Thematik gekriegt, weil irgendwie die Schlagwörter klangen schon irgendwie nach was Besonderem. Genau, ich meine, es geschieht ja nicht alle Tage, dass man den Sultan Hasrabal spielen kann. Oder sich auf die Suche nach irgendeinem uralten Artefakt von Mardar machen kann. Also es klang alles schon sehr cool, aber ich muss auch sagen, ich empfinde es als frustrierend, wenn mir so eine Scheinentscheidung vorgegaukelt wird und ich dann am Ende doch wieder zu der gleichen Stelle geschickt werde und es dann wieder weitergeht, als wäre ich irgendwie so eine kleine Lore auf einer Maschine. Also für sowas kann man auch ein Buch lesen.
Das kommt mir so vor, als wäre man davon ausgegangen, dass sowieso niemand die andere Option wählt. Und ich weiß nicht, wenn man es ernsthaft betreibt, dann tut man das wahrscheinlich auch nicht. Das war jetzt irgendwie so der Spieltrieb, der uns dahin geführt hat. Aber ja, wie Felixidius sagt, dann kann man auch ein Buch lesen. Ja, einfach einen Roman schreiben. Da meinetwegen auf 16 Seiten, das ist ja auch okay, wenn man das in 16 Seiten ausschmückt. Man kann auch 32 Seiten draus machen, aber das als Solo-Spielbuch zu verkaufen, finde ich fragwürdig. Einfach einen Roman schreiben. Jeder Autor dreht dir jetzt wahrscheinlich den Hals um. Du kannst Kurzgeschichten schreiben auf 16 ja, das Seiten. Stimmt. So, ja. 59, 49. Hoffentlich wird jetzt wenigstens der Elementarherr cool. Aber natürlich. Deine Bitte wird dir nicht verwehrt. Der Elementarherr der Luft selbst entfesselt einen tosenden Wirbelsturm, der in Form einer Windhose den roten Staub der Steppe verweht und freilegt, was sich darunter verbirgt. Eine Straße aus Jadehäuser mit alabasternen Fenstern und Dächern aus Gold und Lapislazuli. Geschmückt mit Perlen, Meeressilber und Mindorium, welches von den Ufern des Chaluk stammen muss. Du bist am Ziel, du hast Algoria gefunden. Inmitten der Stadt erhebt sich der Tempel der Sieben-Elemente. Das gewaltige Portal ist geschlossen. Doch nachdem du das Zauberwort in der fremden Sprache laut aussprichst, öffnet es sich wie von Djinnenhand und gibt eine Treppe preis, die in das Innere des Tempels führt. Okay, hier finde ich die Beschreibung ziemlich schön. Das ist halt richtig so orientalisches Märchen. So habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Ja, also ja. Ich find auch, das macht was her. Es war nur vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen einfach, oder? Dahin zu kommen. Ja, wir suchen mal diesen Ort und dann kommt der Elementarherr der Luft selbst. Was ja für Hasnabal auch nicht schwierig ist. Der hat ja noch einen Gefallen bei ihm. Gut, ja. Also wir haben jetzt eine Treppe gefunden. Na dann. Gehen jetzt in den Tempel hinein. Die Stufen, die in den Tempel hinabführen, haben die richtige Größe für menschliche Proportionen. Dennoch ist es anstrengend, sie hinabzusteigen. Zum Glück sind es nicht sehr viele. Du zählst 36. Unten lässt das Licht, das vom offenstehenden Eingang herabfällt, einen Gang erahnen, der in die Dunkelheit führt. Bei einem kurzen gedanklichen Befehl lässt du die Spitze deines Stabes in magischem Feuer ausbrechen, das nun flackernd die Wände erhellt. Warum gibt es hierfür einen eigenen Abschnitt? Genau, das ist das, was ich vorher meinte. Ah, und warum beschwert er sich über die Treppe? Warum ist es wichtig, dass sie menschliche Proportionen hat, aber es ist anstrengend, aber es sind doch nur 36? Das ist jetzt das Foreshadowing, dass uns jetzt dann bald unsere armen alten Knie killen. Sultan Hasabai gestorben durch Knieschmerzen. Boah, wäre das bitter. Na gut, machen wir weiter bei der 7. Staub von Jahrhunderten bedeckt jede Oberfläche dieses Ortes, womöglich gar von Jahrtausenden. Argwöhnisch hältst du Ausschau nach Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass sonst jemand die lange Ruhe dieses versteckten Bauwerks gestört haben mag. Aber es scheint ganz so, als seist du der Erste. Vortrefflich. Du tastest dich vorsichtig einen breiten und langen Gang entlang. Mit deinem lichtspendenden Magierstab prüfst du die dumpfen, schmucklosen Sandsteinquader, die Boden, Wände und Decke bilden, auf lose Stellen und verborgene Fallen. Eigenartig, dass auf so ein schweres Eingangsportal ein derart schlichter Gang folgen soll. Du könntest einen Hellsichtzauber sprechen oder einfach dem Gang bis zu seinem Ende folgen. Wir wollen doch wissen, was noch da ist, oder? Für mich sieht es so aus, als hätten wir jetzt die Wahl, Fallen zu Fuß zu erkunden oder mit einem Zauber, oder sehe ich das falsch? Da könntest du durchaus recht haben. Da wir der großartige Sultan, also der Zaubersultan sind, würde ich sagen, wir sprechen einfach mal einen Hellsichtzauber, weil wir bisher alles von Djinnen haben machen lassen. Ja, auf jeden selber Fall. Arbeit machen. Und ich meine, hallo, wir haben kein ASP-Limit, das müssen wir ausnutzen. Das ist richtig. Oh Gott. Was ich übrigens lustig finde, vielleicht kommt das ja noch, aber ganz hinten steht, zum Spielen empfehlen wir das Schwarze Auge-Regelwerk sowie den aventurischen Almanach. Also den, ja gut, den Almanach ist, kann ich verstehen, damit man die Begriffe nachschlägt. Das Regelwerk, vielleicht eine Standardfloskel. Bisher musste ich nicht würfeln. Ich glaube, das ist tatsächlich die Standardfloskel, die bei jedem Werk hinten draufsteht. Ja. So. Okay, sprechen wir mal den, was ist das, Odem Arcanum oder ein Anadys genau. Oder ein... Ein Odem Astralis. Das ist anscheinend nur ein Odem. Kurz hältst du inne und flüsterst. Odem Arcanum. Feine Linien zeigen sich unvermittelt in den Stein. Rotglühende Muster, die sich filigran über die gesamten Wände winden. Überaus bemerkenswert. Allem Anschein nach haben die Erbauer dieser Mauern den Sandstein mit astral wirksamen Materialien infundiert. Eine ungeheure Aufgabe. Es müssen tausende von Quadern einer nach dem anderen mühevoll behandelt worden sein. Und zwar mit
Was mag das wohl sein? Vielleicht Mindoriumpulver? So komplex die Muster auch sind, erscheint sich nicht um Zaubermatrizen zu handeln, sondern um rein künstlerische Verzierungen. Was für ein Aufwand dafür betrieben sein muss. Es sollte möglich sein, etwas Zauberkraft in die Symbole fließen zu lassen. Wer weiß, was dann geschehen mag. Womöglich bist du mit deinen Entdeckungen bereits zufrieden und folgst stattdessen im Gang bis zu seinem Ende. Also, ich bin nach wie vor für den maximalen Einsatz von Magie. Auf jeden Fall. Also, wenn ich schon irgendwie so eine alte Zauberzeichen sehe, dann möchte ich auch sehen, was die bewirken. Her mit der Astralenergie. Zu 17. Na, vor allem, wir wollen ja auch mit dem 7. Element in die Elemente aufgehen, ne? Dann müssen wir das Ganze auch loswerden. Mit einer behutsamen Berührung deines Stabes speist du die Kanäle, welche den Sandstein durchziehen, mit astraler Kraft. Wie erwartet, breitet sich die Energie aus und stimuliert die Übereinlagerungen zu einem pulsierenden roten Leuchten, das du auch ohne den Hellsichtszauber wahrnehmen kannst. Anerkennend lässt du deinen Blick zwischen den Bildern hin und her wandern, die der Zauber dir in kaminrotem Feuer enthüllt. Komplexe geometrische Formen mit 6- und auch mit 7-zähliger Symmetrie, feingliedrige humanoide Gestalten mit langgezogenen Köpfen und einer ungeraden Anzahl von Augen, Kreaturen mit sich fein verästelnden Flügeln, ein hasenartiges Wesen mit hypnotischem Blick, unzählige Symbole und Glyphen, von denen dir in deiner jahrzehntelangen Forschung immer mal wieder das eine oder andere begegnet ist. Und doch, all dies scheint nur dekorativen Zwecken zu dienen. Einen formgebenden Nexus erkennst du nirgendwo. Nachdenklich und die vielen undurchschaubaren Darstellungen betrachtend folgst du dem Gang. Okay, also, 6- oder 7-zählige Symmetrie ist klar, aber hasenartiges Wesen mit hypnotischem Blick. Hat jemand schon mal oder hat irgendwer eine Assoziation? Aber wieso ist 6- oder 7-zählig normal? Also ich meine, entweder es wäre vor Mardas Frevel gewesen, dann wären es logischerweise 7-Zacken gewesen, oder danach, dann wären es logischerweise 6-Zacken gewesen, oder? Was ist denn eine 7-zählige Symmetrie? Ich dachte, Symmetrie ist mal gleich. Naja, es kann ja trotzdem symmetrisch sein. Ja, ja, stimmt. Hast recht. Ja, ist ein guter Punkt. Aber die Hasen, ich habe keine Ahnung. Mit aber, langgezogenen Köpfen. Das klingt jetzt so ein bisschen alienesk, dass wir in so eine Gruft gehen und da warten jetzt irgendwie feingliedrige Humanoide mit langgezogenen Köpfen. Wir sind Indiana Jones und gleich kommen die Aliens. Ungerade Anzahl von Augen. Und die Flügel klingen irgendwie ein bisschen insektoid, oder? Mhm. Aber ja, Alien trifft es schon irgendwie. Also drei... Hasenartiges Wesen, was? Also das hasenartige Wesen mit dem hypnotischen Blick, das finde ich... Da will ich mehr wissen. Da will ich den Dämon-Djinn, was auch immer das ist, dazu haben. Ein Vampirkaninchen. Das wäre schon witzig. Was? Und dann gibt es wieder keine Entscheidung, aber die 20 kommt gleich auf der gleichen Seite. Immer tiefer dringst du in das uralte Gebäude vor und biegst dabei immer wieder in einem stumpfen Winkel nach rechts ab. Fast so, als durchschreitest du das Gehäuse einer riesenwüchsigen, klobigen Schneckenmuschel. Die geraden Gangabschnitte werden immer kürzer, die Frequenz des Abbiegens nimmt zu, bis der Gang plötzlich unvermittelt an einem massiven Portal endet, das seine gesamte Breite einnimmt. So schlicht und eintönig sich der Weg bis hier in dem bloßen Auge zeigte, so aufgelöst und farbenprächtig ist der Anblick, der sich dir nun bietet. Ein Mosaik bunter Formen bedeckt eine schwere Tür aus Sandstein. Zumindest vermutest du eine Tür, denn du kannst weder einen Spalt noch ein Schloss noch Türangeln entdecken. Mit einem Blick über die Schulter vergewisserst du dich, dass es keine andere Abzweigung gab. Nein, dies ist der richtige Ort. Hinter dieser Wand befindet sich das, wonach du so lange gesucht hast. Und zu 25. Es gab in der Tat keine andere Abzweigung. Rätselhafte Formen bedecken die Wand vor dir, welche dir das Vorankommen verwehrt. Du überlegst, was hier wohl zu tun sein mag. Möchtest du das Muster näher betrachten und auf Regelmäßigkeiten untersuchen? Oder möchtest du die Wand nach Magie absuchen? Vielleicht genügt es ja, die Wand schlicht zu berühren. Also, Regelmäßigkeiten untersuchen, Magie oder Wand berühren. Chamberlain, wir wissen, was zu tun ist, oder? Ja. Maximaler Magieeinsatz. Oder im Arcanum. Die Wand am Kopfende des gewundenen Ganges ist von feinen Linien durchzogen, die dein Hellsichtszauber sichtbar werden lässt. Astrale Fäden bilden an mehreren Stellen einen dicken Nexus. Verworrene Verknüpfungen deuten darauf hin, dass hier eine sorgfältig entworfene Zaubermatrix am Werk sein muss.
Möchtest du eine magische Analyse durchführen oder lieber etwas anderes in magische Analyse? Ja, da musst du gar nicht erst fragen. Du beugst dich nah an die bunt bemalte Wand, berührst sie aber nicht. Stattdessen bilden deine Finger geschickt die korrekte Geste. Du flüsterst Analyse-Arkan-Struktur und beginnst damit, die Fäden der magischen Matrix vor dir vorsichtig anzuzupfen. Gebannt schaust du zu, an welchen Stellen deine Manipulation das Geflecht in Schwingung versetzt. Ein nicht allzu machtvoller, aber dafür umso wirksamer Zauber wirkt hier. In der Tat scheint hier ein Durchgang verborgen zu sein. Komponenten von Illusion und Telekinese. Hart mit Elementarmagie, aber nur oberflächlich. Schnell erkennst du, dass Berührungen der Wand einzelne Komponenten der Matrix verschieben. Mit der richtigen Folge von Berührungen gelingt es dir, die Matrix immer weiter zu ordnen, ihre Fäden zu entwirren, bis die Wand schließlich frei vor dir liegt. Die Art, wie die einzelnen Komponenten Matrix miteinander wechselwirken, wie die Zauber ineinandergreifen, ist faszinierend, geradezu einzigartig in ihrer Meisterschaft. Keine heute noch verbreitete Zaubertradition wäre zu so etwas in der Lage. Gelegentlich, ganz selten, hast du während deiner Forschungsbestrebungen gar bereits Vergleichbares gesehen. Ja, es besteht kein Zweifel, dies ist der richtige Ort. Blättere mit erwartungsvoller Zuversicht zu Abschnitt 58. Sehr gut, als wären wir hier so ein einfacher Krieger, der einfach die Wand antatscht. Hm. Dann lassen wir unseren Djinn die Wand antatschen, hallo? Wenn der die Wand antatscht, ist nichts mehr übrig. Das war der Sinn dahinter. Ein Knirschen lässt die gesamte Wand vor dir erzittern. Du erwartest, dass sich ein bislang verborgener Spalt auftut oder die Platte in eine der Wände zurückgezogen wird. Stattdessen beginnt jedoch die ganze Wand mit ihrem bunten Mosaik zu schimmern, durchscheinend zu werden und sich in pulverigem Staub aufzulösen. Doch bevor der Glitzerstaub Boden des Ganges berührt, hat es sich bereits in Luft aufgelöst. Und zu vier. Ja, also ich bin angetan von den Special Effects hier. Ja, die sind schon gut. Als du die Kammer betrittst, empfängt Finsternis. Nur der Hall deiner Schritte gibt Hinweise auf die Höhe der glattpolierten Steinwände, die deine Hand blind findet. Abwesend tippt dein Finger an die Wand. Als du einen Odem Arcanum wirkst und deine Augen das Objekt im Herzen der Kammer ersperren. Noch bevor alle Fackelhalter entlang der Wand auf ein Zeichen deiner Hand entflammt sind, offenbart sich ein magisches Leuchten, das wie der Mond alle sieben Ecken der leeren Halle erhellt. Völlig leer wirkt der Saal von etwa 30 Rechtsschritt, bis auf eine kleine blaue Kugel auf einem Steinsockel, die in der Ferne den Weg leuchtet. Als die Vernunft deinen Blick vom ersehnten Artefakt löst, nimmst du wahr, dass der Raum noch nicht so leer ist, wie er scheint. Möchtest du dich dem magisch leuchtenden Objekt in der Mitte des Raums nähern oder wirst du zuerst die Kammer genauer untersuchen? Also der Raum hat schon mal sieben Ecken. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Naja, dumm sind wir ja nicht, also schauen wir uns vielleicht nochmal genauer um. Kurz vor dem Ziel. Das Licht der Fackeln dringt nicht ganz bis zum magisch... Warte mal, 41 oder? 44. 44, ups. Dann ist jetzt verwechselt. Jemand hat jede entblößte Stelle des nackten Steins mit geschwungenen Lettern überzogen, die wie Marmor schlieren Woge um Woge Worte in die Winkel werfen. Astaria-Flehen liegt zu deinen Füßen. Arkanil-verschlüsselte Klagen, die stumm über dir an der Decke hängen, trollische Raumbildschrift grollt an den Wänden. Mit gerunzelter Stirn blickst du die wenigen Schritte hinter dich, die du bereits erschlossen hast, und siehst den Raum, den Saum deiner Robe durchs feine Astaria gleiten. Es verwischt nur Staub, der an dir hängen bleibt. Vielleicht gibt dir das magische Objekt Hinweis auf den Ursprung der Lettern. Sag mal, also trollische Raumbildschrift. Okay, jetzt wird's seltsam. Trollische Raumbilder und altelfische Schrift. Wir und hatten wieder keine Wahl. Nö. Ja. Gewöhn dich aber dran. Trollische Raumbildschrift, war das nicht so, dass ich Steine auf den Boden lege und dadurch ergibt sich ein Ganzes? Oder kann ich auch die Steine an die Wand kleben und dadurch ergibt sich ein Ganzes? Also es ist ja eine dreidimensionale Schrift. Im Prinzip kannst du auch zum Beispiel eine Steinstele dort haben, die du eben in eine Form haust. Es können natürlich Steine sein, die einfach so rumliegen. Es kann aber auch irgendwas sein, das an der Wand ist. Wie es beschrieben war, würde ich behaupten, dass es wahrscheinlich an der Wand hängt. Ich habe mir die trollische Raumbildschrift bisher immer vorgestellt, dass man so ein bisschen wie Stonehenge, dass du schaust es dir von allen Seiten an und dann verstehst du, was da steht.
Ja, du musst halt im genau richtigen Winkel davor stehen, damit du das Richtige lesen kannst. Und wenn du in einem anderen Winkel davor stehst, dann kannst du was anderes lesen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Schrift. Ja, gut, komplex. Mhm. Ja, die Trolle sind ja nicht blöd. Die sind halt uralt. Das Licht der Fackeln dringt nicht ganz bis zum magisch glimmenden Artefakt, sodass du erst wenige Schritte vor dem Ziel erkennst, dass du dich zweifellos im Heiligtum des Tempels befinden musst. Eine blaue Kugel glimmt dir entgegen. Wahrlich, es muss Blamadas blaues Auge sein. Ein Schauder läuft dir über den Rücken. Du spürst etwas, als würden die elementaren Matrizen des Tempels aufjauchzen, noch bevor deine Sinne dir mehr Informationen vermitteln können. Sollen zu 13 gehen. Ja, 13 ist tatsächlich sinnbildlich. Ein gehauchtes Lachen lenkt deine Aufmerksamkeit schlagartig zurück zum Eingang der Halle. Doch nichts ist zu sehen. Vorübergleitende Schatten lassen die Fackeln stärker flackern und ein kaltes Zischen zerreißt die schwüle Luft, als abertausend glimmende Augen in der Finsternis erblühen. Quiekend und scharrend raffen sich die Schatten um sich selbst und formen eine blasse, zermarterte Gestalt, deren Namen du leicht errätst. Zadig von Volterach, der auf fremden Altären opfert, einer der höchsten Diener des Namenlosen. Vernichtet, auferstanden, geschunden, doch letztlich mehr Konzept als Mensch steht er nun vor dir. Möchtest du ihn mit einem Ignifaxius begrüßen, oder scheint dir das halbe Dutzend Fließern Golemiden aus deinem kleinen goldenen Ring geeigneter, um den Frevler zu vertreiben? Also, ich weiß ja, dass wir ein Meistermagus sind, aber warum kennt der Zadig von Volterach? Gute Frage, ich habe keine Antwort darauf. Ich find's lustig, dass wir jetzt quasi beide Arten von Augen haben. Wir haben das blaue Auge von Mada, das ein Artefakt ist, und wir haben Zadig von Volterach, der eines der Augen des Namenlosen ist. Stimmt, gute Analyse. Andere Frage, stand der Typ jetzt die ganze Zeit in der Wüste vor dem Eingang, hat darauf gewartet, dass dieser Luftelementar vorbeikommt? Ja, oder er ist halt... Er macht fast den Eindruck, als wäre er mit Hasrabal gekommen, oder? Aber ja, irgendwie das wird schon, uns, ja. Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Ja, kurz nach ihm. Ja. Okay, so was machen wir? So, das ist ja mal wieder so ein mega klischeehafter Auftritt, oder? Ha ha ha. Ja, hier bin ich, der Böse. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit kritisiere an diesen Namenlosgeweihten, dass die halt immer aus dem Schatten treten und sagen, haha, ich bin der Böse. Das machen die halt jedes Mal. Wir haben bisher noch keine Feuerelementarzauber benutzt, oder? Aber hey, Fließsand Golemiden, das ist sein Markenzeichen. Und ich weiß nicht, ob wir nochmal die Gelegenheit kriegen. Du hast recht. Fließsand, let's go. Fließsand. Vernichtet ihn, Gragvalotim, bringt den Greis endlich in sein Grab. Ruft der Diener des Namenlosen dir entgegen und zwei geflügelte Bestien schälen sich aus den Schatten, um sich ihren Weg durch deine Golemiden zu bahnen. Mit erzerner Macht bäumen sich die Sandwellen auf, um dich vor den Klauen der löwenartigen Dämonen zu bewahren. Weder Dämonen noch Golemiden sind passend für den Kampf gegen ihre Gegner ausgestattet und nach wenigen Momenten des Maimens und Kreischens zerbröseln beide Seiten zu glühendem Staub. Wirst du dem Frevler eine Lektion erteilen und deine Geheimwaffe entfesseln, um ihm die Macht der Sechse zu demonstrieren? Oder räumst du deinen Stolz beiseite, um zugunsten eines schnellen Sieges unkonventionelle Methoden zu ergreifen, bevor Zadig die Chance zur Initiative bekommt? Sag mal, dumme Frage. Ist die 18 fett gedruckt und die 22 dünn? Nee. Okay. Dachte schon, das würde uns was sagen. Nee. Die sind beide fett gedruckt. Also beide gleich, ja, genau. Ja. Kein Unterschied. Ja, was machen wir denn nun? Also eigentlich sind wir ja arrogant und dann erteilen wir bestimmt auch gerne Lektionen, oder? Ja, eigentlich schon. Es ist stolz beiseite räumen. Außerdem, was ist denn bitte seine Geheimwaffe, wenn es schon nicht das halbe Dutzend Fließsand-Golems sind? Ja, das ist seine offensichtliche Waffe. Das ist nur sein Magen, wie wir vorher festgestellt haben. Also ich bin gespannt aufs geheime Ding und das in einer Menge Magienutzung und Arroganz. Ich glaub, das stimmt. Wir müssen Geheimwaffe die Geheimwaffe kennenlernen. Richtig, das hat irgendwas mit Magie zu tun. Wir wollen Magie. Dreimal drehst du den Silberring an deinem linken Zeigefinger und tippst auf den Rattenmann. Mit bloßem Auge wäre nichts zu erkennen, doch der Odem Arcanum hat dich noch nicht verlassen und zeichnet ein mächtiges Bild vor dir in den Raum. Ein sich windender Drache mit flatternder Mähne schlängelt sich an allen Winden der Halle entlang und spannt seinen Leib wie eine Spirale. Die Ruhe vor dem Sturm endet je,
als er einen Orkan aus seinem Innersten entfesselt, der die Überreste von Dämonen und Golemiden umherpeitscht und Zadig auf die Knie zwingt. Ein Schrei deines Feindes erschüttert den Raum. Erfülle mich mit deiner Kraft, o Güldener, belohne meinen Willen zur Macht. Schon reibt der Sturm des elementaren Meisters die Haut von Zadigs Fleisch, doch sein Flehen dringt durch das Getöse. Nimm diesen Leib und strecke den Räuber nieder, vernichte ihn und lass mich zu dir blicken, o Alleiner, lass mich dich befreien. Wäre die Situation nicht so bedrohlich, würde es dich fast amüsieren, dass sich in die Lobrede des Frevlers ein Zittern, ein Hauchen der Verzweiflung mischt. Deine Handbewegung signalisiert dem Meister der Luft die Erlaubnis aller nötigen Mittel. Das Wesen reiner Elementarmacht verzeiht dir die forsche Behandlung, denn Zadig erhebt sich bereits wieder und kämpft sich neu beseelt durch die schneidenden Böen seinen Weg zu dir. Wirst du versuchen, dem mächtigen Dämon Maruk Metai, der Zadig in Besitz genommen hat und ihm übermenschliche Kräfte verleiht, mit einem Pentagramma aus dessen Körper zu bannen, bevor er dich erreicht? Oder wartest du absichtlich und nimmst entgegen deines Stolzes den gebrechlichen alten Mann, um ihn in eine Falle zu locken? Dauert das die 5 Minuten? So ein Pentagramma, ich glaube schon, ja. Also regeltechnisch zumindest. Leute, glaubt ihr, dass das so eine Fälschung des blauen Auges ist? Ich will nicht weiterlesen, ich habe Angst. Hallo, wir sind Hasrabal. Wir machen ein Pentagramma in 2 Sekunden, der Maruk Metai Band. Ja, wir verkürzen einfach 10-mal. Genau. Ich glaube, das geht in DSA gar nicht mehr. Ganz kurz, also ganz kurz, um ihn in eine Falle zu locken. Was denn für eine Falle? Wir sind Hasrabal, wir können eine Falle stellen. Hallo? Ja, aber wie denn? Also, wenn der mir jetzt irgendwelche Hinweise gäbe, wie denn die Falle aussähe, okay. Ja, ich dachte, wir haben schon die Geheimwaffe benutzt. Noch eine, die 2. Geheimwaffe. Wir sind Hasrabal. Oh, und ich finde es ziemlich gut, dass der Elementarherr der Luft anscheinend ein chinesischer Drache ist. Das sieht cool aus. Das stimmt, ja. Mach es, Kahn. Wobei ich entwarnen kann, was den Pentagramme angeht, der dauert tatsächlich nur 8 Aktionen, aber die Zauberdauer ist nicht modifizierbar. Andererseits lässt uns der Meister der Luft bestimmt ein bisschen Zeit. Ach Quatsch, wir sind Hasrabal. Wir brauchen gar keine Zeit. Nichts kann schief gehen. Ja, also Pentagramme? Ja, klar. Der Meister der Luft schneidet seine Bahnen um Zadig, der sich trotz Schmerzen weiter zu dir kämpft. Er ist stark, doch der elementare Meister beschäftigt ihn und wirft ihn wieder und wieder zu Boden. Weiß, Zadig wäre zu clever, um ihn in die Nähe eines Pentagramms zu locken. Aber dies soll dir keine Probleme bereiten, du hast den Feind fest im Auge. Als ihr die Hälfte des Weges im Rauschen des Sturms überwunden hat, hörst du bereits den Klang des Sieges in deinen Ohren. Du schlägst per Minetekel ein flammensäuselndes Pentagramm vor die Brust des Feindes. Zadigs Augen weiten sich kurz, doch dann schleicht sich ein Lächeln auf sein Gesicht. Du spürst, dass der Zauber gelingt, doch 6 Ecken leuchten in der Luft und als du begreifst, dass der liebliche Klang, den du vernimmst, nicht dein hüpfendes Herz ist, scheint es bereits zu spät zu sein. Nur einen Moment lang hat Zadig es geschafft, dich mit dem Sphärenklang zu verführen. Da reißt der Hexagrammer den elementaren Meister fort. Die Täuschung schmeckt dir bitter und du kannst kaum begreifen, wie du willentlich den falschen Zauber gewirkt hast. Von einer solchen Macht würdest du noch nie beherrscht. Zadig rennt indessen nun frei von Widerstand auf das Auge und dich zu. Nichts an dir zweifelt mehr, dass diese Kreatur mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln vernichtet werden muss. Wir haben gerade einen Elementarherr in der Luft gebannt. Ups. Krass. Was? Wir sind Hasrabal. Sowas passiert uns nicht. Und jetzt gehen wir zurück zu 22 und das ist das, was wir eben schon zur Wahl hatten. Also wieder so eine Einbahnstraße. Aber jetzt haben wir keine andere Wahl mehr. Aber wir wissen, dass der Elementarherr der Luft einfach tot ist. Danke für das Gespräch. Wir haben ihn gebannt, wir haben ihn nicht getötet. Er ist tot. Wir haben ihn gebannt, er ist nicht getötet. Das ist trotzdem unwürdig. Ja, Mai. Wir haben auch den Elementarherr der Luft zum Staubwischen verwendet, also. Wir sind Hasrabal. Positiv denken, wir sind immer noch krass, denn wir haben es geschafft. Genau. Entgegen aller Vernunft, doch völlig entschwind deiner Menschenkenntnis, rennt Zadig auf dich zu, ohne das Auge eines Blickes zu würdigen. Die Leichtigkeit seiner geschmeidigen Bewegungen reckt dich, doch du weigerst dich darin mehr zu sehen als das Getrappel einer Ratte, die auf eine Falle zuspringt. Sein Fleisch löst sich in Fetzen von seinem Körper, als könne er seine physische Gestalt kaum beibehalten. Glitschig rote Hände strecken sich deinem Hals entgegen. Doch er ist zu langsam und die Falle schnappt zu. Du lässt deine Hände kreisen und legst sie auf deine Brust. Astralgleißen erblüht in Zadigs Mitte. Ein weiteres Auge öffnet sich, doch statt Erleuchtung zu bringen, zerteilt es den Verdammten und reißt seine untere Hälfte in den Limbus. Du schließt das Auge und Zadigs Überreste fallen dir entgegen.
48. Nice. Was? Stopp. Er hat das Auge des Limbus. Okay. Auge des Limbus geöffnet. Er hat das Auge des Limbus geöffnet und in der Hälfte durchgeschnitten? Das ist nicht so, wie ich mir das Auge des Limbus vorgestellt habe. Es ist die einzige Erklärung, oder? Irgendwie schon. Ich kenne das Auge des Limbus tatsächlich nicht. Was ist das? Du reißt quasi ein Loch in die dritte Sphäre und alles, was in der Nähe ist, wird in den Limbus gerissen. Ja, und dann hat er wahrscheinlich wieder zugemacht. Also so ein Portal-Zauber, sag ich mal. Aber sehr präzise. Wir sind schließlich Hasrabal. Also wie der Pandemonium oder wie auch immer heißt. Wir haben gerade in einem Halbsatz, Zadek von Wolterach umgebracht. Nee, der lebt noch zur Hälfte. Bist du sicher, dass er tot ist? Also hier steht Überreste. Ich will's verdammt nochmal hoffen. Die 48. Mit letzter Kraft erwischen dich Zadeks wundnasse Hände beinahe, als sie rudernd um sich greifen und den verkrüppelten Leib über den Boden schleifen. Es gelingt dir noch, seine linke mit deinem Stab vom blauen Auge zu lösen, doch seine rechte greift noch immer nach der blauen Kugel. Zufrieden beobachtest du, wie deine zwei verbliebenen Golemiden sich treu ihres Auftrags aus den Ritzen des Artefaktsockels lösen und sie als Welle über dir und Zadek aufbäumen, um das Auge zu schützen. Es ist dir unbegreiflich, welch grausamer Wille die letzte Kreatur am Leben erhält, die sich trotz Wunden und Widerstand noch immer gegen die Kugel wirft. Das ist eine ganz schön große Wunde. Um einen Blick durch den Schleier zu erhaschen. Etwas müde siehst du ihr dabei zu, wie sie mit Nägeln und Zähnen durch Sandkokon zu dringen versucht, den deine Diener inzwischen aufgeschichtet haben, als du mit Sorgen feststellen musst, dass Zadek trotz allem nicht stirbt. Im Gegenteil, mit einem Mal schmilzt der Sand unter seinen Augen und dein Odem Agnum verrät dir, dass er die Astralmatrizen auflöst. Du entscheidest, dass du so kurz vor dem Ziel lieber deine Hand riskierst, als die Integrität des Artefakts. Gold, Silber und Astralstaub rieseln von deinen einst geschmückten Fingern, als du Zadeks Hände umklammerst und dem letzten Golemiden den tödlichen Angriff auf Zadek befiehlst. Der letzte Golemid bäumt sich auf und reißt in seinem Schwung das Artefakt samt Sockel auf die Seite, bevor er sich um Zadeks Kopf schließt. Du wendest dich ab und studierst die letzten Reste der magischen Ringe, die von deinen Händen zu Boden krümeln. Als der Sand sich zum Artefakt zurückzieht, um es wieder aufzurichten, wagst du es endlich aufzuatmen. Endlich stehst du vor dem Artefakt. Ich glaube, wir haben jetzt gerade wirklich Zadek von Wolterach umgebracht. Also erstmal, Nico, gut, dass wir so viel mit Djinnen und Zauberei wie möglich gemacht haben, weil jetzt sind die Ringe leider kaputt. Also alles richtig gemacht. Das wussten wir, denn wir sind Hasrabal. Und wann haben wir diesen Befehl gegeben und die zwei Golemiden abgezogen? Ja, halt wirklich, das habe ich mich auch gefragt. Wo kamen die plötzlich? Ich dachte, die wären draufgegangen, genauso ja, wie die stand zumindest oder? Wir sind noch besser, als wir dachten. Das ist wahrscheinlich unsere, wievielte Geheimwaffe? Wir sind so klug, dass wir uns selbst ausgetrickst haben. Ja, okay, also Zadek von Wolterach hat jetzt einen Sandschleier auf dem Kopf oder so. Ich würde eher behaupten, dass der Sand sich zusammengedrückt hat und der platt ist. Das würde ich zumindest hoffen. Wir wissen es ja nicht, weil Hasrabal sich ja weggedreht hat. Stimmt. Abgesehen davon, auch so ein Auge des Limbus ist normalerweise relativ tödlich. Ja, das ist Zadek von Wolterach, muss man dazu sagen. Ja, das schon, aber ich würde dann erwarten, dass er wenigstens weg ist, es aber vielleicht trotzdem irgendwie überlebt. Aber irgendwie ärgert es mich, dass jetzt diese Wahl, die wir getroffen haben mit dem Pentagramma, dann doch wieder auf das Gleiche zurückgeführt hat, dass wir auch schon vorher hätten wählen können. Das zieht sich nicht dann so hoch. Aber ich weiß nicht, das mit dem Auge des Limbus stand nicht direkt da, aber was soll es sonst gewesen sein? Also das ist... Also, ich kann den Text nicht anders interpretieren. 26. Ein weiteres Auge, ja. Schauen wir uns den Loot an. Vor einen Moment befürchtest du schon, dein Diener hätte das wertvolle Artefakt in deinem Ehrgeiz zerstört. Doch die arrogante Furcht vor deiner eigenen Macht weicht demütiger Einsicht, als der Mahlstrom die blaue Kugel samt Sockel wieder aus seiner Umarmung entlässt. Erst denkst du, das eifrige Säuseln des Sandes und die Staubwellen, die er schlägt, würden dem Auge wie ein Eigenleben einhauchen. Doch ein zweiter Blick offenbart dir etwas Unerwartetes. Ein kleines Wesen schält sich aus dem Sandhaufen und wendet sich erwartungsvoll zu dir um. Wer auch immer dieses blaue Auge einst erschuf, fügt es eines Hauptes statt auf einen kleinen grauen Steingolem, der nun wie ein wütendes Kind auf deinen Golemidenhaufen stampft. Ausgestreckten Ärmchen gestikuliert er dir entgegen und silberne Wirbel durchschneiden sein Auge wie ein flatterndes Lied. Er scheint aufgebracht über die Schneise zu sein, die dein Kampf durch die Schrift am Boden geschnitten hat, und wirft sich nieder, um mit rußbeschmierten Griffeln die Lücke mit neuen Zeichen zu füllen. Du
studierst sein Gebaren für einen Moment und kommst zu dem Schluss, dass der Golem nicht allein zum Transport des ohne Zweifel massiven Auge dient, sondern vielmehr als Medium zwischen den Sphären. Bevor du deine Macht über den kauzigen Wächter testen kannst, spürst du dich wanken und in die Knie gehen. Willst du sofort ins Auge blicken, bevor es zu spät sein könnte? Oder willst du den blauäugigen Golem erst sicher in deine Gemächer nach Rastul bringen? Also bevor jetzt Pardona kommt, würde ich erstmal zurück nach Rastul. 38. Ja, sonst steht die plötzlich da, während wir da reingucken. Oder Zadek lebt wieder, weil er ist Zadek, keine Ahnung. Ah, PS, dieses Bild. Also, dieser Steingolem sieht, ich weiß nicht, sieht für mich eher nach Numenera aus oder so. Ja, das sieht sehr Science-Fiction aus, oder? Ja, futuristisch. Ja. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Bild haltet. Und also schreibt gerne in die Bild, Kommentare, was ihr von dem Ende von Zadek von Voldera haltet. Das ist ein schönes Bild, keine Frage, aber es sieht nicht wirklich DSA aus. Nee. Wie heißt das? Pathfinder? Starfinder? Nee, Starfinder. Starfinder. Ja. Sehr Starfinder-esque. Wie war das? Barbaras Raumschiff und so? Ja. Wie also, ist... Ich würde jetzt gerne erstmal mal nach Hause, bevor wir da reingucken. Sonst passiert was Böses. Okay. Gut, also zu 38. Dann gehen wir nach Hause. Also wir nehmen das niedliche Ding mit. Ja. Das ist doch unser Loot, oder? Ja, schon. Jeder Knochen jeder Knochen deines Körpers schmerzt während des langen Wegs zurück nach Rastul. Dank des Luftgins am Eingang des Tempels konntest du das blaue Auge neben deinem Teppich hergleiten lassen, obwohl dir jeder Tropfen astraler Kraft dir aus dem Leibe gewrungen wurde. Der Tempel der sieben Elemente und Algoria wurden, nachdem du an die Oberfläche zurückgekehrt bist, wieder von Sand und Staub verschlungen. Welche Geheimnisse sie wohl noch verbergen mögen. Als du endlich in deinen Gemächern ankommst und dich in Ruhe und Sicherheit mit dem Artefakt befassen willst, blickt der Luftgin noch einmal andächtig durch den Raum, scheint einen Folianten auf deinem schwer bepackten Bücherregal zu bewundern und löst sie schließlich auf. Du bist alleine, nicht einmal Ischila oder deine Kinder sind anwesend. Ein Moment. Möchtest du dich schlafen legen und in aller Frische das Artefakt studieren, oder wagst du sofort einen Blick ins Auge, obwohl du vor Erschöpfung kaum mehr gerade ausschauen kannst? Oh, holen wir uns erstmal. Ich würde sagen, wir studieren. Ja, wir sind safe und sonst kommt nur irgendein Blödsinn dabei raus. Aber ja. Wir sind doch Hasraval und sind doch immer im vollen geistigen Besitz unserer Kräfte und nee, krass. Ich bin trotzdem müde. Ja, aber genau deswegen haben wir alle Zeit der Welt. Richtig. Wir sind ja morgen auch nur an 91 Jahre alt. Das ist doch völlig egal. Ich würde sagen, wir gehen zu 60. Zu 60. Okay. Du hast versucht, deine Neugier zu zügeln, aber du konntest dem Drang in das Auge zu blicken nicht höher stehen. 32. Okay. Wow. Das heißt, wir sind jetzt an Abbiegung 1, 2, 3 Mal zu 32 gelotst worden. Wir waren schon wieder störrisch und haben nicht das gemacht, was man machen soll. Ja. Okay. Kraftlos lässt du dich vor der grauen Säule nieder und brechst mit der Hand über Mardas blaues Auge. Du hast nicht vor, dich abzuwenden, bevor du endlich erblickt hast, wovon du schon seit Jahrzehnten träumst. Das letzte Geheimnis, was hält die Elemente zusammen? Sind derlei sieben Teil der Sphären? Noch viele weitere Fragen fliegen dir zu, deren Antwort du an einem Punkt vermutest, in der einen Antwort auf alle Fragen, als du blind in deine Tasche nach Pergament kramst und es neben dem Golem ausbreitest. Du blickst tief in die silbernen Schlieren und tauchst förmlich ein in eine Vision einer anderen Sphäre. Trockenes Kratzen reißt dich je aus deiner Trance, also versuchst dir mit Worten das Gesehene begreiflich zu machen. Die rußigen Steinfinger des Golems versuchen etwas zu transkribieren, aber eine Stimme, die du nicht hörst, deine eigenen Gedanken vielleicht in passenden Worten, deinem Bewusstsein entgleiten oder einen Eigenwillen des Artefakts. Du stellst nur fest, dass der Golem am Pergament scheitert und es mit seinen Händen achtlos zerfetzt. Der reine Stein des Bodens jedoch trägt bereits die Zeichen bahnbrechender Erkenntnis und so lässt du den Golem dort schreiben, während du ins Auge blickst, bis du vor Erschöpfung zusammenbrichst. Das war jetzt irgendwie nichtssagend. Was ist jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Wir wissen nichts, aber Hasrabal weiß was. Und da wir das Ding mitgenommen haben, das ist jetzt sehr praktisch, haben wir die wichtigen Infos auf dem Fußboden unseres Schlafzimmers und nicht irgendwo in der Wüste. Aha. 59. Ein Flüstern weckt dich aus deinem Totenschlaf.
Die Erinnerung an den Tempel und die Rückreise tröpfelt sanft in dein Bewusstsein. Es ist noch immer Nacht und das volle Mardamal scheint durch die geschwungenen Fenster. Sofort findest du im Dunkel das blaue Auge, das nun im Marderschein auch ohne den Odem Arcanum gleißend leuchtet. Harte Schatten tanzen über das Gesicht einer vom Leben gezeichneten Frau, die sich mehr schlecht als recht hinter dem Artefakt zusammenkauert. Eine Hand streicht sie wiederholt über ihren ledernen Gürtel, ein magisches Artefakt, während die andere die Kugel unsaft von den Schultern des Golems zu schrauben versucht. Weißt du, Hasrabal, ich bin sicher, du erkennst mich noch immer nicht wieder, nicht wahr? Lächelt sie durch ihre Zähne. Ich habe dich beim Schlafen beobachtet wie ein Manticore, alter Mann. Mach dir nicht die Mühe aufzustehen, ich komme hier gut zurecht. Du siehst Tränen in den Augen der Frau glitzern, als sie mit was Auge Blicke wechselt. Für dich spielt es keine Rolle, wer sie ist, doch eines ist klar geworden. Niemand außer dir selbst vielleicht ist den Intellekt, Marders blaue Augen zu blicken. Marders blaue Blicke zu deuten. Attentäter werden kommen und das nur für sich beanspruchen. Dass sie sich gegenseitig beschäftigen, denkst du, lass sie rätseln und verfinde, nur ich werde das ganze Geheimnis kennen. Also lässt du die Frau das Auge vom Golem brechen und beobachtest, wie sie es mit einem Schwebezauber vor sich herträgt. Du siehst ihr an, dass sie viel zu sagen hat, doch sie schweigt. Sie geht, fährst du dir absent über das Gesicht und ertastet einen kleinen Schnitt an deinem Hals. Ganz so, als hätte dort jemand eine scharfe Klinge angesetzt, um dir die Kehle durchzuschneiden, es dann aber doch nicht getan hat. Geh zum Epilog. Sekunde also noch. Dass die Frau irgendwie wichtig war, das war am Anfang schon klar, aber ist das jetzt Nedime? Weil Manticore? Ich würde behaupten, ja. Und ich vermute, wir werden es gleich erfahren. Okay. Ich meine, die andere Alternative wäre natürlich Nahema und da ist mir Nedime sehr viel lieber. Das ist wahr. Also wir haben jetzt das krasse blaue Auge gefunden, sind heim, haben reingeschaut, haben krasse Sachen erfahren und jetzt klaut es uns jemand. Aber es ist uns egal, weil alle anderen außer uns sind sowieso zu blöd, um es zu kapieren, richtig? Ja, stimmt. Genau das ist Hasrabals Denke. Wir haben ihn sehr gut verkörpert. Epilog. Ja, wir sind Nedime. Steht gleich im ersten Satz. Es war Wochen her, seitdem Nedime Gareth verlassen hatte. Die Stadt war ein Moloch, aber sie liebte die engen Gassen, die Tempel und die Mittelreiche. Sie war aufgeregt und immer noch hatte sie Angst, dass einer der Herrscher Sultan Hasrabal sie finden und töten konnte. Vielleicht ein Djinn wie jeder, der ihren Vater Abu getötet hatte, den einzig wahren Kalifen. Erst wenn das Auge in Sicherheit wäre und Emmeram Störrebrand sie ausgezahlt hätte, würde sie sich sicherer fühlen. Vielleicht war Hasrabal aber auch gar nicht hinter ihr her. War es möglich, dass er ihr den Diebstahl nicht nachtrug? War es denkbar, dass er sich sogar darüber amüsierte, von seiner einstigen Gefangenen hereingelegt worden zu sein? Hasrabal war ein kluger Mann und hätte niemanden aus unüberlegten Rachegelüsten. Es war Nedime gelungen, das blaue Auge Hasrabals Händen reißen. Der Handelsmagnat Störrebrand würde zufrieden sein. Und wenn er sich an den Handel hielt, und man erzählte sich, dass er dies stets tat, würde er Nedime reich entlohnen. Die Zeiten hätten ein Ende, wo sie für ihr tägliches Mahl bei den Suppüchen der Badila Khana vorbeischauen musste. Ihre Kinder Harika und Hagen sowie ihre Enkel hätten endlich das Erbe. Ihre Familie würde in eine glücklichere Zukunft schauen. Ohne den Zaubergürtel, den ihr Emmeran gegeben hatte, hätte sie das schwere Artefakt niemals transportieren können. Doch mit Hilfe des Zaubers, der auf dem Gürtel lag, schwebte es so lange, dass sie sich sicher an einem Ort bringen konnte, wo ein Pferd auf sie wartete. Dim überlegte, ob sie Hasrabal die Kehle hätte aufschlitzen sollen, als sie die Gelegenheit dazu gehabt hatte. Nein, entschied sie, es war gut, so wie es war. Sie war kein Ungeheuer und sie hatte ihre Rache bekommen. Der Zaubersultan hatte das blaue Auge verloren und sie hatte ihn in einem Moment überrascht, in dem er hilflos war. Sein Blut zu vergießen wäre keine Heldentat gewesen. Hasrabal hatte sie entführt, doch besser behandelt als so mancher reisender Abenteurer. Sie musste an Eirik denken, den sie liebte, aber der ein schlechter Ehemann und Vater gewesen war. Zaubersultan hatte keine Wachen gerufen, als sie geflohen war. Nedime hatte ihre Genugtuung und Hasrabal sein Leben. Die Götter waren gewiss zufrieden und die Diener des Gottes ohne Namen hatten ihr Ziel ebenfalls nicht erreicht. Nach allem, was Nedime wusste, waren sie die wahren Schurken dieser Geschichte. Jemand hatte sogar einen der gefährlichsten Diener des Gottes heraufbeschworen, der selbst dem mächtigen Zaubersultan alles abverlangt hatte. Vor einigen Wochen hatte Emmeran Nedime in den Gassen Gareths gefunden. Er sprach mit ihr und machte Nedime ein unwiderstehliches Angebot. Er suchte eines der legendären blauen Augen der Marder, damit er es seinem Herrn Fex schenken konnte. Sein eigenes schwarzes Auge konnte ihm den Standort des Erzartefakts offenbar nicht zeigen.
Doch vom Gott der Diebe erhielt er den Hinweis, dass sich das Auge in Algoria befand, dem alten Zauberreich, das sich einst über Gorin erstreckte. Emaran erzählt ihr, dass es im Tempel der sieben Elemente aufbewahrt, würde und nur ein echter Meister der sechs Elemente es bergen konnte. Asrabal, der ein solcher war und der schon lange nach den blauen Augen suchte, war der Schlüssel zu dessen Bergung. Emarans Plan hatte vorgesehen, dass Nedime getarnt als alte Geschichtenerzählerin den Sultan aufsuchen und ihm von dem Tempel der sieben Elemente berichten sollte. Glaubhaft vorgetragen, wie nur Nedime es konnte, würde sich der Sultan aufmachen, um den Tempel zu suchen und das Artefakt zu bergen. Dann könnte Nedime es ihm vielleicht entwenden und zu Emaran bringen. Verwegener Plan, aber Rashtula und Fex waren mit ihr gewesen. Emaran versprach Rache und war eine großzügige Belohnung. Beides zusammengenommen mehr als genug, die mir ihr Leben riskieren würde. Zudem waren wohl auch die Mächte der Finsternis hinter dem Auge her ein weiterer Grund, warum Nedime einwilligte. Dass Emaran Störrebrand das Auge, um es Fex zu schenken, erschien ihr wie eine Märchengeschichte. Marda war eine Göttin nach Nedimes Mag und Fex, dem Gott des Glücks und dem Wächter von Mardas Gefängnis, dabei zu helfen, eines ihrer Augen zurückzubringen, war der Stoff eines neuen Märchens, das sie gerne erzählen würde. Was für eine fantastische Geschichte, ein in seine Gefangene verliebter Gott, eine gebundene Göttin, ihre verlorenen blauen Augen, Diener des Namenlosen, ein verborgener Tempel, Djinne, Dämonen, ein Zaubersultan und mittendrin eine Geschichtenerzählerin. Als Nedime endlich vor Emaran stand, ihm das Auge übergab und er es in den Sternenhimmel entrückte, wusste sie, dass sie nichts mehr zu befürchten hatte. Ende. Ende. Ja, danke für das Leiden. Lieber Felix Helius? Ah, gerne doch. Dankeschön. Aber zu dem Ende, was zum... Okay. Ich glaube, es hatte einen Grund, dass dieses Abenteuer am 1. April veröffentlicht wurde. Also, okay, wenn wir jetzt den Zirkelschluss suchen. Nedime, Tochter des Kalifen, der erste Endgegner in einem Solo-Abenteuer ist Sultan Hasrabal. Und hier schließt sich der Zirkel, aber wir haben nicht nur die beiden, sondern wir haben halt auch Zadig von Bolterach, wir haben Emaran Störrebrand, wir haben eine Märchengeschichte. Ja. Ja, also Zadig von Bolterach stirbt halt öfter mal und kommt dann immer wieder und immer wieder ohne Erinnerung und wird immer mehr Teil oder Puppe des Namenlosen. Deswegen kann der halt draufgehen. Aber ja, ich bin nicht so begeistert. Also du meinst, er ist jetzt nicht für immer und ewig tot. Weg? Nee, der kommt halt immer und immer wieder. Eine Quanions-Quest kannst du ihn am Ende auch töten. Was? Spoiler? Was? Habe ich nicht gesagt. Mittlerweile alt genug, würde ich sagen. Also du kannst ihn in verschiedenen Kampagnen, ist er ein Endgegner und du kannst ihn halt umbringen und dann kommt er halt trotzdem wieder, weil er kommt halt immer wieder. Ich kann mir halt vorstellen, dass der Kerl einfach mittlerweile ein Dämon ist. Ich fand die Formulierung in dem Abenteuer schön. Wie war das? Mehr ein Konzept als eine Person? Ja, fand ich gut. Ja, das stimmt wahrscheinlich eher. Also es waren ein paar nette Beschreibungen drin, aber das als Abenteuer zu verkaufen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, also ich sehe die Schwächen in dem Abenteuer nicht unbedingt in seiner Story, sondern in der Art, wie es gemacht ist. Weil es ist eine sehr lineare Geschichte, die keine Abzweigungen hat, wo man nur ein bisschen Fluff noch dazu erfahren kann. Und das war's halt. Genau, also du bist eigentlich auf deinen Pfad komplett festgelegt. Du kannst nicht irgendwie was anderes machen. Wenn du was anderes zu machen versuchst, dann passiert vielleicht noch ein bisschen zusätzlich, aber es hat keinerlei Auswirkungen auf das Ende. Oder auf das, wie es weitergeht. Und das ist ein bisschen schade. Und was ist mir jetzt mit diesem elementaren Hexagramm? Das war ja, wo wir da eigentlich Punkte sammeln mussten. Das kam nie wieder vor. Es war nur so und so viele Sachen machen und dann könnt ihr weitermachen im nächsten Abschnitt. Lest mehr, um weitermachen zu können. Jetzt habt ihr genug recherchiert. Also runtergebrochen. Du hast ein Artefakt gefunden und bekommst einen Punkt. Aber Artefakt, was für eins, ist egal. Tja. Du warst in der Bibliothek und bekommst 2 Punkte. Es war bestimmt einer von den 100 Ringen. Das fühlte sich so ein bisschen computerspielmäßig an, von wegen, ja, bringe mir so und so viel Punkte da und daher und dann kannst du mit der Quest weitermachen. Es ist halt, ich finde es halt schade, weil, also, ich glaube, das hätte deutlich besser als eine Kurzgeschichte funktioniert. Ja, sehe ich auch so. Denke ich auch.
Und also für das Humor 4, es ist so trashig, war es jetzt auch wieder nicht, dass ich komplett sagen könnte, okay, ich nehme das nicht ernst. Warte, ich habe nämlich gerade eben beim Überfliegen noch einen Absatz gefunden, den muss ich jetzt noch vorlesen, da sind 5 von 4 Punkte Trash, okay? Okay. Lass hören. Das passiert irgendwann im Tempel, als man über diese Arkanilschriften streicht. Aha. Deine Hände streifen über die Arkanilschriften, die zu leuchten beginnen, und du hörst, wie ein gewaltiges Summen die Räume des Welts erzittern lässt. Nie hättest du es für möglich gehalten, aber die Geschichte über den Flugkörper, der aus der Gor aufstieg, sind wahr und nicht die Einbildung eines verrückten Reisenden, die mit der Hitze der Wüste den Verstand verwirrte. Als der Tempel und du deren Richtung sechste Sphäre verlässt und dir dem Mardamal entgegenfliegt, weißt du, dass Raschula einen Weg für dich vorbestimmt hat, den du nie für möglich gehalten hättest. Was ist schon ein blaues Auge und ein Blick in die zweite Sphäre, wenn du bald Marder und Raschula von Angesicht zu Angesicht begegnest? Von deiner Vorfreude gefesselt merkst du nicht, wie die Arkanil-Zeichen das Wort Riegel 7 bilden. Was? Oh, und dieses klar. Ende haben wir verpasst? Wow. Ja. Ja. Gut, ich glaube... Ich nehme alles zurück. Damit habt ihr euch einen Eindruck von dem Abenteuer machen können. Mal das blaue Augen. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesem tollen Golem haltet, was ihr von Zadek von Volterach haltet, was ihr von dem Sultan haltet, von, ja, weiß ich nicht. Wie fandet ihr das Abenteuer? Ich glaube, damit können wir das Ganze auch beenden und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann vielen Dank, dass ihr den zweiten Die Sinne des Puten durchgehört habt. Diesmal ein wenig anders. Vielleicht kommen demnächst wieder, naja, durch Pandemie haben wir etwas mehr Zeit alle und vielleicht kommen dadurch noch einmal ein paar mehr Die Sinne des Puten zustande. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Die Sinne mit euch. Mach's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.